Wir starten jetzt mit dem Webinar. Warum das Sommerfasten nach Üdeke so cool ist. Das ist ja gerade bei diesen heißen Temperaturen natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch mal was cool ist. Und jetzt geht's los. Wir fangen natürlich an, wie immer, mit dem rechtlichen Hinweis. Die Informationen in diesem Video bzw. Interview können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Handlungsanweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Beratung bei einem Sprechstundenbesuch oder bei einer Ernährungsberatung zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt stets auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Was sind die Themen heute? Natürlich stellen wir den Herrn Professor Üdeke nochmal vor, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Dann natürlich die große Frage, was sind denn eigentlich unsere größten Ernährungsfehler, die wir haben? Was machen wir eigentlich falsch? Weil es gibt nämlich da auch welche, da wissen wir gar nicht, dass das eigentlich Fehler sind. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen natürlich. Oh, das war die falsche Richtung. So, Fasten ja, aber warum eigentlich? Also warum sollten wir fasten? Was sind die Indikationen für das Fasten? Dann wird Herr Üdeke noch mal kurz auf die Geschichte des Heilfastens eingehen, die neuere Geschichte. Das ist auch ganz spannend, was da so passiert ist. Und keine Sorge, es gibt keinen großen geschichtlichen Vortrag. Wir werden das Thema knapp halten. Nicht so nach dem Motto Fasten von dem Urschleim bis heute. So, Detox und Fasten, also noch mal auf den Sachverhalt einzugehen, weil das unser Körper nämlich beim Fasten anders mit dem Thema Entgiften umgeht. Fehlannahmen der alten Fastenärzte, also was machen wir eigentlich seit Buchinger und F.X. Meyer falsch? Sehr spannend. Da setzt nämlich genau dann das Fasten nach Üdeke an. Und wir brauchen ein neues, modernes Fasten. Das ist natürlich das Fasten nach Üdeke in der Version, in der Sommerversion natürlich, in der Sommeredition im Augenblick. Und dann gehen wir natürlich auf die revolutionären Vorteile des Fastens nach Üdeke ein, des neuen Fastens nach Üdeke. Und das ist nämlich auch in der praktischen Umsetzung, hat das enorm viele Vorteile. Ja, und dann kommt eben die Spezialisierung auf das Sommerfasten und warum das eigentlich so cool ist. Diese Wortwahl ist schon auch auf die Vorteile genauso gemünzt. Dann gibt es natürlich vier Überraschungen. Wie sollte es anders sein? Es gibt Zeit für eure Fragen. Ihr könnt, das kann ich jetzt schon mal sagen, euch schon mal eure Fragen übers Fasten notieren und dann auch hier in den Chat schreiben. Ich kopiere mir das dann in eine Textdatei und werde dann im Anschluss dann die Fragen alle an den Professor Üdeke weiterleiten und er wird sie dann wie immer beantworten. Ja, und dann kommt dann der Aufruf, nimm dir Zeit für dein neues Sommerfasten. So, lieber Bernhard Üdeke, das ist er nochmal, damit ihr ein Bild von ihm habt, wie es aussieht vor den Blumen und hier live im Webinar in der Praxis. Bernhard, Arzt für Naturheilkunde und Physiker, eine ungewöhnliche Kombination. Sozusagen doppelt ausgebildet und arbeite aber seit etlichen Jahren im Bereich Naturheilkunde eben über Kneipp, als Kneipparzt und auch als medizinischer Leiter der Kneippwerke, dann zur Charité, Abteilung Naturheilkunde gewechselt und dort Forschung über Naturheilkunde, aber auch Geschichte der Naturheilkunde, auch Klostermedizin betrieben, dabei mir schon von Jahren auch beschäftigt und in einem Buch auch herausgearbeitet, Fasten nach der Klosterheilkunde, war damals noch nicht so ganz ausgegoren, heute weiß ich da vieles besser, insofern gibt es eine Reihe von Büchern, insofern bin ich auch als Autor und Dozent relativ bekannt. Das Handbuch der Klosterheilkunde über Heilkräuter hat sich großer Beliebtheit erfreut. In der Heilkräuterszene kennt man mich, in der Kneippszene und jetzt neuerdings auch verstärkt in der Fastenszene. Sehr richtig. Also ich habe von diesen Büchern, glaube ich, bis auf das dritte von links, also Handbuch der Klosterheilkunde,
Das habe ich nicht, aber ich glaube, das linke, das große Buch, Das das. entspricht dem fast, ja. Okay, also das ist ja auch so ein dicker Wälzer und das kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Das ist, da sind halt auch richtige Praxisanleitungen eben halt einfach drin. Und da habe ich auch schon einiges rausgenommen. Das ist auch für unseren Fastenkurs, den wir im Frühling ja hatten. Da habe ich auch noch mal vieles nachgeschlagen. Jetzt auch noch mal zum Thema Nierensteine hatte ich jetzt noch mal so einen Fall von einer Freundin und über Hämorrhoiden und so weiter. Also oder wie man auch einen richtigen Wickel macht und so weiter. Und auch das Kneippbuch. Ich muss sagen, ich will es jetzt auch nicht zu sehr ausweiten, aber ich habe mal früher in den 80er Jahren das große Kneippbuch gekauft. Das war vom Knauer Verlag oder so. Also ein Ehrenwirt. uralter Schinken und oder noch ein schlimmerer Verlag war es, glaube ich. Egal, jedenfalls, als ich dann das vor, glaube ich, 3 oder 4 Jahren kam, das glaube ich das erste Mal raus und gelesen habe, das ist richtig schön. Also endlich mal hat jemand das Thema Kneipp modern, didaktisch super aufgearbeitet, weil es ist eigentlich, ich liebe ja so diese ganz einfachen Methoden, ja. Also dieses, da brauchst du nur Wasser und eine Gießkanne und dann kannst du jeden Tag kneipen. Ja. Ja, Und es ist ganz einfach ja, und und das bietet sollte man schöne sich eigentlich aneignen durch Möglichkeiten. Techniken. Ja. Übrigens darf ich ergänzen, dieses Buch gibt es auch mittlerweile in verschiedenen Auflagen, auch schon über 20 Jahre. Und soeben, heute gerade lag die neue Auflage im Briefkasten. Die hat dann ein etwas zeitgenössischeres Titelbild, nicht mehr mit Nackedeis auf dem Titelbild und Kneipp auch richtiger dargestellt und ist auch noch mal ein bisschen überarbeitet. Also man lernt ja immer dazu und versucht dann in jeder Auflage auch noch Verbesserungen vorzunehmen. So, wunderbar. Wo habe ich denn jetzt hier? Dann können wir ja gleich weitermachen und steigen Ja, genau. Ich muss nur, vermutlich bin nur gerade hier. dann auch in das Fasten endgültig ein, Genau. beziehungsweise dürfen uns fragen, was sind denn eigentlich unsere Ernährungsfehler? Warum haben wir so viele ernährungsbedingte Erkrankungen wie Fettstoffwechselstörungen und vieles andere? Und ja, wir sind natürlich verwöhnt. Wir sind in einer Überflussgesellschaft. Wenn der kleine Hunger kommt, da können wir uns am Kühlschrank bedienen oder an den Gebäckreserven oder wir gehen schnell einkaufen oder am Eisstand vorbei und so weiter. Das sind aber natürlich alles zusätzliche Mahlzeiten, die wir zusätzlich zu den in der üblichen Weise drei, wenn nicht vier, Hauptmahlzeiten nehmen. Und das ist eigentlich mehr, als unsere Natur ihm vorgibt. Viele achten sehr genau darauf, dass der Hund nicht übergewichtig wird und der kriegt eine Mahlzeit am Tag und kein bisschen mehr bei den strengen Tierliebhabern. Nur uns selber wagt man nicht, entsprechende Restriktionen vorzuschreiben. Das ist, denke ich, das Übel, was wir insgesamt haben und weswegen wir dann auch auf das Thema Ernährung und Fasten kommen. Und wir gehen immer gleich mal so weiter. Ich muss ja nicht vorlesen, das machen Sie parallel im Multitasking, dass Sie die Punkte mitnehmen und ich erzähle ein paar Sätze dazu. Natürlich auch so nebenbei, weil wir eben nicht mehr trennen und nicht mehr die alten Gepflogenheiten haben, dass es Essen eben nur am Küchentisch oder am Esstisch gibt und man dabei auch mal die anderen Dinge, andere Tätigkeiten ruhen lässt und sich auch vorbereitet mit dem Tischgebet und so. Das hatte alles für die Physiologie des Verdauungsapparates zum Teil sehr gute Gründe und war sehr gesund. Und heute alles auf einmal im Stress, gleichzeitig schreiben, telefonieren und was weiß ich alles noch und Fernsehen zu gucken, alles Multitasking ist Stress und Stress ist schlecht für die Verdauung. Ja. Und dann sind die Gänge zu groß, weil es auch gut schmeckt natürlich. Wir haben künstliche Zusatzstoffe in unserer Nahrung, die unseren Appetit noch zusätzlich fördern. Und wie geht es dann weiter?
Ja, eine andere Unsitte, die dabei oft auch unter den Tisch fällt, ist, dass wahrscheinlich ständiges Trinken, quasi Nuckeln wie ein Baby rund um die Uhr an der Flasche, dass dieses für unseren Verdauungsapparat auch völlig unphysiologisch ist. Wir sind eigentlich konstruiert eher wie das Kamel, was ja nur alle paar Tage mal richtig säuft und dann aber tagelang nicht. Und wir können schon mal ein paar Stunden ohne Flüssigkeit aushalten. Also insbesondere, wenn wir nicht in schweißtriefender körperlicher Höchstarbeit sind, brauchen wir nicht ständig trinken und wir würden unseren Verdauungsapparat und unsere ganze Regelung der Verdauung und des Appetit und der Durstgefühl gut tun, wenn wir weniger trinken und eine ordentliche Portion, nicht nur einen Schluck, sondern eine Tasse voll, aber das nur ein paar Mal am Tag. Ja, weiter bitte. Ja, wir kommen denn dazu, dass eben insgesamt aus vielen, vielen Ursachen, aus eben unserer Zivilisationsgesellschaft und aus unserem zivilisierten Leben mit zu wenig körperlicher Aktivität, also wir verbrennen wenig Kalorien, führen viele Kalorien zu. Dieses Ungleichgewicht führt zur Körpergewichtserhöhung und zu viel Körpergewicht ist nicht so gesund und vielleicht auch nicht schön, hat aber jeder auch ein anderes Verhältnis zu. Und die Frage ist, wie kriegt man jetzt überflüssige Funde wieder runter? Also Tschüss Fett hätte man ja am liebsten, möglichst auch gleich die Problemzonen. Ja, die Problemzonen sind natürlich mit das Schwierigste beim Abnehmen auch. Und Abnehmen gibt es natürlich tausenderlei Varianten, tausenderlei Kuren und Vorschläge. Und viele von denen funktionieren auch. Also einfach mal die Ernährung konsequent geändert und bewusster wahrgenommen. Das hilft alles, ob man jetzt Zucker oder fleischfrei ist und so. Und da können die Experten sich gegenseitig beschimpfen. Es ist aus meiner Sicht so, der eine, dem liegt die eine Kur mehr, der andere die andere Kur. Und nicht allen, gar nicht allen Leuten ist ein richtiges Fasten zu empfehlen. Und beim Fasten gibt es aber natürlich auch so allerlei Zwischenformen. Nicht jede Fastenmethode ist ja auch ein Nullfasten mit wirklich null Kalorien, Zufuhr. Das ist das eigentliche Fasten für mich, von meiner Sichtweise her. Und natürlich ist Fasten für bestimmte Leute wunderbar zum Abnehmen geeignet. Man muss nur hinterher auch aufpassen, dass man nicht im Jojo-Effekt die Pfunde gleich wieder doppelt drauf hat. Ja. Fasten kann man auch erlernen. Wer einmal gefastet hat, tut sich beim nächsten Mal leichter, weil der Körper die Umstellungen, die der Körper zu tun hat, beim Fasten dann schon eingeübt hat, das Programm wieder läuft. Ich denke, in der Geschichte der Menschheit waren Fastenkuren überlebensnotwendig, weil wir hatten eben keine Kühlschränke und nicht ständig konnte gegessen werden. Auf Wanderungen gab es nichts oder im Winter, wenn die Vorratskammern leer waren oder da Ungeziefer drin war, dann gab es eben auch nichts mehr. Und der Körper lernt eigentlich sehr gerne Fasten, mit Fasten umzugehen. Und je besser und regelmäßiger, so alle Jahr, ein, zweimal vielleicht auch, desto leichter fällt einem das Fasten. Es fallen natürlich dann auch die psychischen Barrieren, die Ängste und Unsicherheiten weg, wenn man da einfach diese Erfahrung gemacht hat, dass Fasten eigentlich gar nicht so schlimm ist oder zum Teil sogar ein sehr angenehmer Erfahrungsprozess ist. Ja. Also, da möchte ich gerne noch etwas zu dem Lernprozess sagen. Das haben wir auch deswegen hier nochmal auch bei den Gründen genannt oder bei den Benefits genannt. Bei deinem Fasten, das Fasten nach Üleke, das neue Fasten nach Üleke, haben wir ja einen, da kommen wir auch nachher nochmal ausführlicher drauf, haben wir ja dieses Vorfasten, ja, wo man die Nahrung schon mal ein bisschen umstellt in den ersten 2 Wochen und dann ein sehr langes Nachfasten, was bei den meisten Fastenkuren eigentlich wegfällt und vor allen Dingen auch so detailliert wegfällt. Und wir haben ja diesen Fastenkurs im Frühling schon mal gemacht. Als Und Online-Gruppe. als, ja, genau diese Online-Fastenkur, betreutes Fasten sozusagen. Und da habe ich jetzt also bei unseren Teilnehmenden und aber auch bei mir selbst gemerkt, dass ich
so wie wir das gestaltet haben, dass mein Körper sehr, sehr, sehr viel gelernt hat dadurch. Wie esse ich eigentlich am besten? Welche, also von der Essenstechnik bis hin zu den, das mit den Zwischenmahlzeiten, wann esse ich was, wann esse ich eiweißreich, wann esse ich kohlenhydratreich und so weiter, zu welchen Uhrzeiten ist es am besten. Ich habe das dann für mich natürlich in den Wochen und Monaten danach dann auch nochmal verfeinert und habe, esse aber heute immer noch Sachen oder bereite mir Sachen zu, die ich erst in diesem Fastenkurs, den ich ja selbst geleitet habe, gelernt habe, also die mein Körper auch gelernt hat. Das finde ich total faszinierend. Und jetzt kann ich jetzt bei dem zweiten Kurs, wo ich ja auch mitfasten werde, da werde ich eben halt diese Dinge schon, ja, die habe ich dann schon drauf. Ja, ich habe zwischenzeitlich auch schon irgendwie Eis und Kuchen und ich hatte auch Geburtstag gehabt jetzt kürzlich. Ja, das so und alle möglichen Ausnahmen und naja, was heißt Ausnahme? Also ich habe dann auch wieder normal in Anführungsstrichen gegessen. Also dieser Lernprozess, der ist enorm wichtig und das, solche Sachen merkt sich der Körper. Wir haben ja 33 Tage, geht ja das Fasten und da kann der Körper schon was lernen. Und wenn man das diesen Kurs ein, zweimal macht oder diese Kur ein bis zweimal macht, diese Fastenkur, kann man ja auch dann alleine machen, wenn man so weiß, wie es geht, dann ist das sehr nachhaltig, werden die Gewohnheiten, die schlechten Gewohnheiten verliert man dann und die besseren Gewohnheiten, die stabilisieren sich immer. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal ausgeführt hast. Also der Lernprozess des Fastens ist nicht nur für das nächste Fasten, sondern auch überhaupt für die Ernährung danach. Insofern danke ich dir für die Ergänzung. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ist auch tatsächlich so, dass sich der Geschmack und die Wahrnehmung und vielleicht aber auch der Verdauungsapparat sich geändert hat nach einem Fasten. In manchen Dingen gibt es aber auch leicht nachteilige Veränderungen. Das werden wir auch offen und ehrlich heute alles besprechen. Der andere Punkt, der hier jetzt aufkommt, ich darf natürlich bei starkem Untergewicht nicht fasten und sollte nicht fasten, weil ich verliere durch die Fastenkur nach Ülecke mit 5 Null-Fastentagen tatsächlich auch etwa 5 Kilo. Auf die 33 Tage kommen wir dann 5 plus 14 Tage Vorfasten und 14 Tage Nachfasten. Das gibt dann diese 33 Tage, die Marc schon verraten hat. Ja, Ich ich könnte habe das schon mal ausgerechnet, das stimmt tatsächlich. die Untergewichtigen, denen würde ich dann eigentlich empfehlen, eventuell die Fastentage wegzulassen und vielleicht nur ein Vorfasten mal zu machen oder so. Das müsste man im Einzelfall besprechen. Aber ich empfehle ganz generell, Untergewichtige sollten wirklich bedenken, ob sie mit 3 bis 5 Kilo weniger so richtig gut dran sind. Und eigentlich richtet sich das Fasten eher an Normalgewichtige und erst recht an Übergewichtige, die ihr Fett loswerden wollen. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, ja, er möchte aber gern mit dem Fasten entgiften, dann kann man diesem Menschen sagen, es gibt da auch noch andere Möglichkeiten zu entgiften. Man könnte zum Beispiel mit Flohsamenschalen und Heilerde arbeiten oder andere Geschichten noch machen. Es muss nicht zwingend immer nur die Fastenkur sein. Wie lange muss ich fasten? Du hast es ja schon erwähnt. Ja, wir haben da lange auch überlegt und die alten Ärzte haben ja zum Teil extrem lange Fastendauern empfohlen, wochenlang, wobei man aber auch bedenken muss, sowohl bei Buchinger gibt es ja mit den Brühen und Obstsäften und sogar mit dem eventuell erlaubten Schälchen Honig doch ein bisschen Kalorienzufuhr. Es ist kein echtes Nullfasten, auch wenn die Energiemenge mit so 400 bis 500 Kalorien recht gering ist beim Fasten nach Buchinger. Insofern fasten wir hier kurz und knackig sozusagen und konsequent 5 Null-Kalorientage und die reichen auch. Also wenn jetzt einer dann sagt, er hat ganz viel Übergewicht noch und er möchte jetzt noch mal 5 Tage ranhängen oder so, das kann man natürlich machen, aber muss auch denken, denn echte Nullfastentage bringen ja dann wieder andere Probleme auf, dass man eventuell Mineralstoffmangel, Salzmangel, Vitaminmangel und andere Dinge bekommt. Insofern könnte man auch sagen, lieber öfter eine kurze Fastenkur
Kur mit Vor- und Nachbereitung ist es ja dann trotzdem 33 Tage. Und das kann man aber auch 2 bis 3 Mal pro Jahr machen und hat dann vielleicht mehr insgesamt davon. Und wie gesagt, profitiert ja auch davon, dass der Körper flexibler wird und umstellen kann zwischen ketogenen Stoffwechsel und normalen Stoffwechsel. Der ketogene Stoffwechsel ist, wenn kein Zucker zur Verfügung für die Energiegewinnung mehr besteht, sondern der Körper vollständig aus dem Fett seine Energie bezieht. Ja, 5 Tage reichen. Genau, also das sollte man auch nicht überschreiten. Ja. Ich habe das beim ersten Mal, als ich das getestet habe, während wir das Buch zusammengeschrieben, habe ich das dann 7 Tage gemacht und hatte aber das mit dem Vor- und Nachfasten nicht so gut auch noch nicht gemacht, da waren wir noch nicht so weit. Und das war tatsächlich, das kann auch schon zu lange sein, weil es geht nicht darum, jetzt eine Mutprobe zu bestehen und je länger, desto besser. Viel hilft viel, das ist ja nicht indiziert, sondern es geht wirklich mehr darum, dem Körper mal in diesen ketogenen Stoffwechsel zu bringen. Da reichen diese 5 Tage aus. Und dann eben halt das Wichtigste, viel Wichtigere ist eigentlich diese Nachfastenzeit und dass man sich da an diese doch sehr strikte Kostanweisungen hält, um eben halt dem Körper diese neue Ernährung oder diese neue Art von Essen auch, es geht ja nicht nur um was ich esse, sondern auch wie ich esse, und das ist eben viel wichtiger, genau. So, genau, ich kann also durch das Nachfasten, auch wenn ich da sozusagen die Portion eher knapp halte und langsam nur die Größe der Portion steigere, kann ich da durchaus im Nachfasten noch ein paar zusätzliche Kilo runternehmen. Das gilt es zu bedenken, dass wenn man sozusagen hier doch eher von Verlängerungen der Kuren abrät. Aber das darf auch jeder selber machen. Ich würde aber vorschlagen, gerade wer das erste Mal fastet, sollte einfach mal das so machen, wie wir es auch in jahrelanger Erfahrung eigentlich entwickelt und rausgearbeitet haben. Ich habe früher auch mit längeren Kuren gearbeitet. Ich habe manchmal auch mit kürzeren Kuren gearbeitet. Warum ich es nicht kürzer mache, ist der simple Grund, dass der Körper eigentlich auch beim Nullfasten doch etwa 3 Tage braucht, bis Eiweiß und Zucker verbrannt ist und wir dann auf die Fettverbrennung voll umgestiegen sind. Und dieses Ziel wollen wir schon sicher erreichen. Und das erreichen wir dann eben, wenn wir noch 2 Tage Fettverbrennung, 4. und 5. Fastentag haben. Und da reichen dann diese 5 Fastentage. 5 Fastentage sind auch gut umzusetzen. Wir beginnen am Freitag zum Beispiel und sind dann am Sonntag durch die schwierigen ersten 3 Tage durch und können dann Montag, Dienstag vielleicht sogar ohne was zu essen ganz gemütlich zur Arbeit gehen und zu gucken, wie die anderen ihr Pausenbrot runterschlingen. Das ist dann in dieser dankbaren ketogenen Phase durchaus auch möglich. Und insofern machen dies auch zum Teil andere moderne Kollegen aus der Fastenszene, dass sie auch sagen, diese 5 Tage, so zum Beispiel übers Wochenende, Freitag bis Dienstag, ist eine relativ ideale Form. Gut, ja, was man jetzt nun alles macht mit Saftfasten, Wasserfasten, Trockenfasten, intermittierendes Fasten. Intermittierendes Fasten heißt ja, man lässt ein paar Mahlzeiten weg oder fastet nur einen Tag jede Woche, aber dafür jede Woche und so. Das hat aber gemacht, weil der Körper muss sich mehrfach sozusagen halb umstellen, aber nicht ganz umstellen. Und das bringt einerseits gewisse therapeutische Ziele gar nicht, das intermittierende Fasten. Der Körper muss sich aber trotzdem umstellen. Also wir haben auch in einer Studie in der Abteilung Naturheilkunde doch feststellen müssen, dass beim intermittierenden Fasten viel Ausfallerscheinungen waren, viel Krankschreibungen nach einem einzelnen ernährungsfreien Tag in der Woche. Ja. Interessant. Womit hängt das zusammen? Ja, wie gesagt, ich denke, der Körper tut sich mit dem Anfang der Umstellung schwer und bevor er sozusagen ganz zu Ende ist in dem Prozess, geht es dann schon wieder weiter. Es ist ja dann auch nach diesem halben Fasten oder Viertelfasten keine Nachkur vorgesehen, sondern wird wieder voll gegessen. Und dieser abrupte Wechsel ist natürlich auch nicht sinnvoll und er hat keine Vorteile, sondern eher Nachteile. Wobei, andererseits muss man auch sagen, auf lange Sicht,
Wer das schafft, jeden Tag eine Mahlzeit wegzunehmen, auf Dauer oder tatsächlich jede Woche einen Tag mit wenig Kalorienzufuhr hinzukriegen, der kommt natürlich dann nach einem halben Jahr oder Jahr auch sehr erfolgreich mit dem Körpergewicht runter. Das ist das Attraktive am intermittierenden Fasten. Es ist aber kein wirkliches Fasten, weil, wie gesagt, der Körper muss die Umstellung auf den Fastenmodus gar nicht vornehmen in der kurzen Zeit. Eine andere Form ist ja auch noch, dass man 16 Stunden lang nichts isst, also vom Abendbrot bis zum Spätstück. Da gilt eigentlich dasselbe. Das ist natürlich eigentlich normal für mich, dass man sozusagen späte Mahlzeiten meidet, weil späte Mahlzeiten führen ja direkt zum Anlagern von Fett, weil in der Nacht der Körper verbrennt ja wenig und hat die Leber genügend Kraft und Zeit in der Nacht, schön alles in Fett umzuwandeln und einzulagern. Insofern sind späte Mahlzeiten bekanntermaßen auch ungünstig. Und eine ganz frühe Frühstücksmahlzeit erzwungen, selbst wenn man vielleicht noch gar keinen Appetit hat, kann man sich auch ein bisschen verschieben. Insofern ist eigentlich klar, dass eine längere Essenspause in der Nacht sinnvoll ist. Wobei, da wird immer behauptet, das hätte sich in Studien auch so klar dargestellt. Da bin ich übrigens aber anderer Meinung. Das sind ja epidemiologische Studien und natürlich ist klar, nur eigentlich ziemlich Gesunde können sowas aushalten. Also Leute, die so einen halben Diabetes haben, eine Zuckerkrankheit, die halten diese 16 Stunden gar nicht durch oder auch keine 12 Stunden und die fallen dann durchs Raster und dann hat man sozusagen automatisch schon in den Gruppenverschiebungen drin. Ja, es ist der Fasten insofern für mich ein Königsweg in der Naturheilkunde, weil ich doch den ganzen Magen-Darm-Trakt, aber auch den ganzen Körper umstimme. Ich habe so massive Änderungen der verschiedenen Regelsysteme, dass da wirklich was passiert. Und nebenbei ist auch sozusagen chronisch Kranke, wo alles andere nicht funktioniert, wo Kneipp nicht allein reicht, wo es kein richtiges Kraut dafür gibt, wo man mit Entspannung nicht weiterkommt und so weiter und so fort. Und solche Erkrankungen haben wir ja auch in der Naturheilkunde. Solche Patienten, die einfach nicht so dankbar auf irgendeinen Vorschlag reagieren. Und da ist sozusagen die Fastenkur doch ein ganz starkes Mittel auch. Und deswegen nenne ich es auch sie so manchmal den Königsweg. Also es ist eine vielleicht massivere und stärkere Kur als vieles andere. Es ändert sich die Stoffwechselsteuerung insgesamt. Es ändert sich, das wissen wir jetzt auch neuerdings, die Wichtigkeit einer Darmflora. Und wir haben in Deutschland eben auch gerade in dieser zivilisationskranken Gesellschaft einen Anteil von 30-50% der Bevölkerung, die Verdauungsprobleme haben. Sei es Refluxerkrankung, sei es Übersäuerung, sei es Gastritis oder Geschwüre oder funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen wie Reizmagen, Reizdarm, das sind ganz häufig vorkommende Beschwerden und die sind vermutlich mit falscher Ernährung verknüpft. Und aber auf der anderen Seite auch zum Teil mit der falschen Darmflora und vielleicht auch mit einer chronischen Entzündung im Bereich Magen-Darm. Und da ist natürlich, wenn es gelingt, die Darmflora umzustellen, ist man da im Vorteil. Meine Fastenkur setzt an der Stelle auch gezielt an und wir tun einiges mehr als andere Fastenkuren, um sozusagen die Ansiedlung von neuen Darmkeimen zu erleichtern und die alte Darmflora sozusagen auch mal ein bisschen erstmal zu eliminieren. Gehen wir gleich weiter. Ganz kurz noch zu der Darmflora bzw. Mikrobiom. Da ist ja auch beim Fasten nach Ölecke, wird ein ganz besonderer Wert auf den Aufbau einer möglichst diversifizierten Darmflora oder eines Darmbioms geachtet. Wir arbeiten ja sehr mit den Fermentationsprodukten. Da gibt es auch zum letzten Mal noch einige Neuerungen jetzt diesmal. Also kleines Beispiel ist noch mehr
Darmbakterien und noch mehr unterschiedliche Milchsäurebakterien vielmehr, die sind als im Joghurt, sind zum Beispiel im Kefir enthalten. Und also das ist ganz, ganz wichtig. Und da fangen wir auch schon, um die Gewohnheiten anzustoßen, die neuen, eben halt auch schon beim Vorfasten mit an. So, ja, Detox. Zu Darmflora darf ich auch noch mal sagen, da kommen wir später noch mal drauf zurück. Es ist wichtig, im Darm relativ saure Verhältnisse zu haben. Es ist völlig kontraproduktiv, wie das viele FX Meyer-Anhänger noch machen, die sozusagen immer Basensalze schlucken, um den Körper zu entsäuern. Das ist eine falsche Vorstellung. In Bezug auf den Darm ist eine gesunde Darmflora nur im Sauren möglich und insofern könnten so geschluckte Basensalze sogar kontraproduktiv sein. Der nächste Punkt ist, wir wollen den Körper entgiften. Das tun wir auch gleichzeitig, wenn wir den Körper entfetten, sind ja im Fett gelöst, so allerhand fettlösliche Substanzen, die dann übers Blut abgebaut werden mit dem Abschmelzen der Fettpolster und die dann natürlich ausgeschieden werden sollten, aus dem Blut heraus in der Leber abgebaut, umgebaut, verstoffwechselt werden und dann ausgeschieden werden. Hierbei ist allerdings übersehen worden von allen bisherigen Fastenärzten, dass die Leber im Fastenmodus die Müllabfuhr anders macht. Die läuft sozusagen nur noch auf einer Mülltrennung. Und fettlösliche Substanzen werden in der Leber zwar unschädlich gemacht, aber bleiben fettlöslich und gehen nicht zurück ins Blut, sondern gehen über die Galle in den Darm. Insofern geht mit dem Detoxen über die Niere, wie viele glauben, man muss nur literweise Wasser trinken beim Fasten und alle Gifte werden über die Niere ausgeschieden, ist völliger Blödsinn, konnte Herr Buchinger und Herr F.X. Meyer vor 100 Jahren allerdings nicht wissen, aber inzwischen hätte man schon wissen können. Aber mir ist dieser Diskrepanz nochmal aufgefallen und insofern haben wir das jetzt auch entsprechend berücksichtigt, weil wir müssen dann noch beim Fasten auf spezifische Maßnahmen nochmal Wert legen, um diese Ausscheidung der Gifte über die Galle, denn dass es auch richtig funktioniert, nicht dass es schief geht. Ja. Ja, dann ist ja natürlich die Frage, warum soll ich fasten? Das machen wir jetzt relativ schnell und zählen vielleicht nur mal so ein paar Krankheiten auf. Das Übergewicht, das ist natürlich liegt auf der Hand. Aber im Prinzip kommen jetzt dazu alle möglichen entzündlichen Erkrankungen, wo der Körper mit zu viel Entzündungen zu tun hat. Und das sind jetzt die ganz bis jetzt genannten Punkte. Immer ist zu viel Entzündung. Und so wie ich diese Krankheiten teilweise mit Cortison oder mit Entzündungshämmern behandeln kann, die aber dann ja auch wieder Nebenwirkungen machen. Die werden aber allein auch durch Entzug von Arachidonsäure aus Fleischprodukten und die Umstellung des Stoffwechsels werden die schon automatisch besser. Und das, was die Wissenschaft daran noch nicht so ganz verstanden hat, ist, dass durch irgendwelche komplexen Umstimmungen dieses Freisein von Entzündungen auch noch Wochen und Monate, ja bis zu einem Jahr, wurde berichtet oder auch noch ein bisschen mehr, so lange Zeit nach einem Fasten, auch nach herkömmlichen Fastenkuren, so gut wie weg sind oder weg sein können oder erheblich verringert sind. Also immer, wenn entzündliche Erkrankungen sind. Ach so, auch ganz Schmerzen sind ja entzündliche Erkrankungen, auch Kopfschmerz, Migräne gehört dazu. Also dies sind alles ganz wichtige Indikationen, wenn man mal runter möchte von den Schmerzmitteln und vom Cortison. Ganz kurz, ich hatte das war Weihnachten 2020, ab da fing meine Kniegelenksarthrose an. Erst links, dann rechts, dann beidseitig und ich habe da wirklich alles probiert. Du kannst dich daran erinnern, ich habe dich ja daran teilhaben lassen. Das Knie war auch richtig geschwollen. Ja, das war, ich erinnerte mich da an diesen Film Der Elefantenmensch. Und ich habe wirklich Kurkuma-Wickel und Quark-Wickel und Kneipp und alles Mögliche durcheinander gemacht und habe aber dann letztlich über dieses Fasten nach Ülecke, sind die Symptome komplett weg gewesen. Wirklich komplett weg. Erst nach, sage ich mal,
ein, zwei Monate nach dem Fasten, wo ich dann, also nach diesen 33 Tagen, wo ich dann wieder auch andere Sachen gegessen habe. Besonders ist es auffällig, wenn ich mal 2 Gläser Wein trinke oder wenn ich Zucker esse, wie im Eis oder Schokolade oder Kuchen oder sowas. Und das wollte ich hier nochmal sagen. Das ist, ich konnte das früher immer natürlich nur so theoretisch wiedergeben, aber ich habe das jetzt an meinem eigenen Körper gespürt, dass das eben halt, was die, ja genau, alle Zucker weg und keine Schmerzen, das kenne ich so gut. Genau, ja. Und das muss ich immer wieder feststellen. Das ist ein Phänomen, das kann die Schulmedizin zum Teil nicht nachvollziehen, aber das funktioniert tatsächlich. Und du, Marc, wenn du dich nicht mit der erstmaligen großen Radtour dein Knie überlastet hättest, dann wäre das auch noch etliche Monate Ruhe geblieben, vielleicht sogar bis heute. Ja, ich habe Bernhard mal besucht mit dem Rad und er wohnt ja in Bindo, was irgendwie ja eigentlich schon Indien ist, so weit im Osten liegt es. Und da habe ich mich durch Google Maps so ein bisschen verleiten lassen. Ich habe gedacht, das ist nicht so weit, aber ich bin dann 4 Stunden geradelt und hatte an dem Tag vorher noch nichts gegessen, weil ich gedacht habe, ja, so ein bisschen intermittierendes Fasten, ein bisschen Bewegung, das tut ganz gut. Und ich bin da völlig, völlig ausgehungert und ausgetrocknet angekommen, ohne jegliches Mineralien im Blut mehr. Und ich hab dann Bernhard und seiner Frau wirklich die Haare vom Kopf gegessen. Ja, ja. Ich habe alles gegessen, was mir in die Quere gekommen ist. Okay, aber beim nächsten Mal wusste ich es besser und habe dann... Ja. Also auch sportliche Tätigkeiten muss man gut vorbereiten und gut dosieren. Ja, weitere Erkrankungen liegt natürlich auf der Hand, wenn ich den Darm quasi mal entlaste und vielleicht auch ausschalte und dann auch die Darmflora ändere, kann ich hoffen, und viele Patienten berichten das voller Freude, nachdem sie 10, 20, 30 Jahre unter solchen Erkrankungen, Reizdarmsyndrom beispielsweise, leiden, dass das dann einfach mal weg ist und auch für lange Zeit weg ist. Nächstes Bild bitte. Gicht ist auch so eine entzündliche Erkrankung. Da geht es natürlich um die Harnsäure im Gelenk. Und die wird natürlich durch Fasten und natürlich eine entsprechende harnsäurearme Diät günstig beeinflusst. Entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa auch, muss man aber ein bisschen aufpassen. Wenn Sie gerade schweren Schub haben, bitte fasten Sie nicht ohne individuelle ärztliche Begleitung. Ähnliches gilt überhaupt, wenn Sie ganz schwere Erkrankungen haben und dazu auch schwere Medikamente einnehmen müssen, dann brauchen Sie eigentlich einen Arzt, der Sie begleitet. Also ein schwerer Diabetes mellitus, wo Insulin gespritzt werden muss, muss ja die Insulindosis während des Fastens ganz genau angepasst werden. Dazu muss man den Blutzucker auch genau messen und bei schwerem metabolischen Syndrom eventuell auch. Also da bitte eher ärztlich begleitet fasten. Übrigens wird meine Fastenkur auch im Erzgebirge im Thermalbad Wiesenbad in stationärer Reha-Einrichtung durchgeführt. Dort kann man sich ärztlich leiten lassen und es zahlt zum Teil auch die Krankenkasse bei so schweren Erkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ob Übergewicht oder Durchblutungsstörungen, die werden auch besser. Also gerade wenn jüngere Leute eine leichte Blutdruckerhöhung haben, die auch mitunter durch zu hohes Körpergewicht und zu viel Fett und so weiter und zu viel Zucker sich ja verschlimmert und die Risikofaktoren dann auch so zusammenkommen, dann ist ein Fasten doch sehr günstig, bevor man da allzu schnell auf Blutdrucksenker, ACE-Hämmer, Beta-Blocker und alles Mögliche einsteigt, was dann zur Folge hat, dass man dann 10 Jahre später noch mehr Kilo drauf hat und noch mehr Herzmittel braucht. Und dann hat man am Schluss 5 verschiedene Herzmittel und ist schon ziemlich krank und sehr gefährdet, dass man auch einen plötzlichen Herztod erleidet. Insofern kann man da wirklich auch vorbeugend im Sinne auf ein längeres Leben etwas tun mit auch Fasten und entsprechender Normalisierung von Körpergewicht und Fettstoffwechsel. Auch Hauterkrankungen sind ja oft entzündlicher Natur. Auch Wunden, die nicht richtig heilen wollen, werden zum Teil erstaunlich gut abzuheilen, nur durch ein Fasten. Nächstes Bild bitte.
Fettstoffwechselerkrankungen aller Art, also wenn zu viel Cholesterinwert ist, nicht gleich ein Statin nehmen, was vielleicht die Nerven kaputt macht oder zum Alzheimer führt als Nebenwirkung, sondern erstmal über Ernährung oder auch über Fasten oder über beides versuchen mal zu gucken, inwieweit ist die Fettstoffwechselstörung ernährungsbedingt, inwieweit kann ich sozusagen da auf dem natürlichsten Wege gegenhalten. Krebstherapien, das ist ein neues Gebiet, was ganz aufregend ist und wo ganz interessante Forschungen laufen. Einerseits sind bestimmte Krebszellen eben so unflexibel, dass sie den ketogenen Stoffwechsel nicht vertragen und sozusagen im Wachstum aufhören oder sogar absterben. Andererseits schwächt man natürlich durch Fasten auch das Immunsystem. Insofern ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob Fasten gut ist für Krebspatienten, und das kann man auch so allgemein nicht sagen. Drum steht hier ergänzend davor. Interessant ist zum Beispiel, dass wenn kurze Chemotherapien sind, so alle paar Wochen eine Spritze, also ein Tag, wo es einem dann schlecht geht mit Erbrechen und Nebenwirkungen und Mattigkeit etliche Tage danach, da empfiehlt sich es an diesen Tagen so für 3-4 Tage auch kurz zu fasten, nicht länger. Und man wird leichter mit den Nebenwirkungen der Chemotherapie fertig und hat die Mattigkeit schneller überwunden. Da gibt es interessante neue Hinweise dazu. Ob das denn so wie in bestimmten Rattenversuch auch nachzuweisen wäre, dass man sozusagen bessere Überlebenswahrscheinlichkeiten hat, wenn man im Rahmen von Krebsnachsorge und so auch öfter mal fastet, es sei dahingestellt. Solche Studien fehlen noch. Die sind ja auch sehr aufwendig und schwierig zu machen. Du hast jetzt gerade erwähnt, dass das Immunsystem ein bisschen heruntergefahren wird beim Fasten, geschwächt wird. Ja. Das hängt jetzt, frage ich mal so, wahrscheinlich damit zusammen, dass man das ein gewisser Teil des Immunsystems, zumindest der allgemeinen Immunabwehr, ja schon im Darm auch verortet ist und der Darm ja so ein bisschen ruhiger gestellt wird, also nicht mehr so beansprucht wird. Genau. Kann ich denn sagen, dass ich dann durch das Fasten, also besonders dann nach den Aufbautagen, dass das Immunsystem vielleicht wieder gestärkt daraus hervorgeht? Ja, das ist eine schwierige Diskussion. Man hat dann auch diskutiert jetzt in der Covid-Zeit, ob man in der Covid-Zeit überhaupt fasten dürfte oder ob man sich dem Risiko eines schweren Verlaufes aussetzen würde. Und so diese Frage konnte aber letztendlich nicht beantwortet werden, weil auch die entsprechenden Tierversuche das nicht klar abbilden und ja, die Menschenversuche es auch nicht gibt. Ich bin der Meinung, dass diese Runterregelung des Immunsystems nur eine leichte ist. Und die ist vielleicht auch gar nicht klinisch relevant, weil das Immunsystem, das ja sonst hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, Fremdstoffe in unserer Ernährung zu erkennen, das hat ja auch an dieser Stelle hat es ja Pause. Und insofern kann es sich umso leichter mal anderen Regionen zuwenden, zum Beispiel Nase-Rachenraum, wo jetzt Covid oder andere Erreger ja normalerweise kämen. Und da ist es wahrscheinlich ganz gut so. In Bezug auf die Krebstherapie will man natürlich bestimmte Immunzellen gut dargestellt haben. Die werden aber durch die Chemotherapie massiv geschädigt und sind sozusagen im Keller. Und da ist natürlich die Vorstellung, dass wenn ich ordentlich Nährstoffe zuführe, dass die sich besser wieder erholen. Das ist aber auch nur eine Vorstellung. Und diese Diskussionen aber und Vorstellungen, die sind tatsächlich 3000 Jahre alt in Europa. Also seit Hippokrates ist die Krebstherapie durch Fasten hin und her diskutiert und mal so und mal so und gilt vielleicht auch nicht alles für alle Krebse und alle individuellen Fälle über einen Kamm zu scheren. Wie gesagt, Krebskranke und kurzes Fasten ist einfach auch vielleicht eine Übung. Ich habe sowieso immer als Kneipparzt dieses Thema Reize mit kaltem Wasser, könnte das Immunsystem sehr schön anregen, mache ich auch bei Krebskranken sehr gerne. Und das funktioniert aber auch eben mit kurzem Fasten, nicht brachialer Fastenkuren und dann auch wieder eben nach kurzem Fasten Mineralien und Spurenstoffe und Nährstoffe langsam wieder zuführen. Ja,
Interessant ist, wenn man reinguckt, dass der Erfinder der Heilerde, der Adolf Just, mit seinem Bruder ja im Jungborn am Harzesrand eine ganz tolle Fitnesscenter sozusagen eingerichtet hat. Und dort wurde Naturheilkunde im wahrsten Sinne im Sommer betrieben. Und da ist interessant, der hat auch fasten lassen, aber eben fasten, als es Buchinger noch gar nicht gab in den 1920er Jahren. Und dort wurde aber Heilerde dazugegeben und es wurde auch nicht rigoros abgeführt. Alle oder fast alle Fastenkuren führen ja über pflanzliche oder salzliche oder andere Abführmittel oder über Darmspülung und Einläufe ein Abführen, eine gewaltsame Ausscheidung des Darminhaltes aus dem Dickdarm herbei. Und dies wollten die aber eben nicht. Heilerde ist ja gar nicht abführend, sondern eher sogar leicht stopfend. Und das haben die Gebrüder Just damals schon gemacht. Insofern bin ich historisch gesehen nicht der Erste, der beim Fasten auf Abführen verzichtet. Muss man aber auch sagen, beim religiösen Fasten, also auch im Christentum, wenn die Mönche gefastet haben in der Vorosterzeit, die haben natürlich mitnichten an Abführen oder sowas gedacht an dieser Stelle, weil Abführen schwächt auch und führt zum Mineralienverlust, beides unerwünschte Dinge. Dies, wie gesagt, wurde von anderen Naturheilkundlern leider übersehen und ich bin sozusagen derjenige, der das wiederentdeckt hat. Die anderen haben da den Weg des Abführens und haben eine bessere Möglichkeit. Da war eben gerade ein Ausfall des Tons. Kannst du den letzten Satz bitte noch einmal wiederholen? Wir haben eine bessere Möglichkeit, die gleich zur Darstellung kommt, wirkungsvoll zu entgiften und den Körper weniger zu belasten, ohne Abführen. Diese Heilerde auch interessant. Jetzt müssen wir natürlich noch nachher gleich sagen, was soll denn Heilerde als Prinzip beim Fasten zu suchen haben. Können Sie mal überlegen, ob Ihnen da die Lösung einfällt. Wenn wir auf das nächste Thema kommen, Entgiftung, dann ist es natürlich so, dass man nach den alten Fastenärzten die Vorstellung hatte, dass ein ordentlich Abführen und viel Trinken reiche, um die Gifte auszuführen. Nur leider übersehen die, dass ein bestimmter Teil des Stoffwechsels, der Müllentsorgung des Körpers sozusagen gar nicht läuft. Wird sozusagen die Müllabfuhr nur für die gelben Tonnen und nicht für die grünen Tonnen gemacht oder so. Und insofern bleiben Stoffwechselprodukte aus der Leber übrig, die gehen durch die Galle in den Darm. Und weil im Darm sonst ja nicht viel drin ist, gehen die auch aus dem Darm wieder über eine sogenannte Rückresorption wieder zurück über die Pfortader in die Leber. Gehen also ein zweites Mal in die Leber, über die Galle, wieder zurück in den Darm, immer wieder in diesen sogenannten enterohepatischen Kreislauf und vergiften dabei auch die Leber, weil sie die viel stärker 5-mal, 10-mal noch öfter belasten, bevor die dann endlich rausgehen. Der Glaube, durch Abführmittel die Gifte, die Fettlöslichen zu entfernen, ist allerdings falsch, weil die Produkte sind wasserlöslich und salinische Abführmittel, Salze, erzeugen einen wässrigen Darminhalt. Wenn jetzt aber Wasser und Fett zusammenkommen im Darm, dann drückt es das Fett an die Darmwand. Wo soll es sonst hingehen? Und es wird erst recht resorbiert, das heißt, es wird nicht abgeführt. Ich bräuchte sozusagen im Darm dann noch ein Lösungsmittel, was Wasser und Fett verbindet die von der Leber gebildeten Gallensäuren reichen aber dafür nicht aus. Erst recht mit wässrigen Einläufen funktioniert es nicht und mit auch einer Darmspülung, Hydrokolontherapie heißt es ja, kommen wir da gar nicht weiter. Das Einzige, was hier hilft, ist, dass ich den Darm dazu bringe, diese
zu verhindern, dass die fettlöslichen Stoffe resorbiert werden. Das könnte ich nach der indischen Detox-Methode und Säuberungsmethode durch Zufuhr von Ölen machen. Die Öle lösen natürlich die Gifte, die fettlöslichen im Darm, und ein Fett wirkt oder Öl wirkt ja dann Sesamöl oder sowas im Rahmen einer Panchakarma-Kur, wirken ja auch abführend, und das würde funktionieren, um zu entgiften. Wenn ich aber natürlich immer Sesamöl zuführe, zweigt der Körper für sich einen Teil des Sesamsöl ab, sprich mit Körpergewichtsabnahme und Abschmelzung der Fettdepots ist da wenig die Rede von. Also ich entgifte zwar gewisse Teile des Körpers und führe auch die schädlichen Stoffwechselendprodukte aus, aber das Entfetten, Entgiften, Körpergewichtsabnehmen funktioniert nicht. Aber das ist doch vielleicht ein ganz guter Hinweis für diejenigen, die untergewichtig sind, aber entgiften wollen mit dem Fasten, dass man nach ayurvedischen Methoden fastet. Ja, dann würde man eher eine ayurvedische Panchakarma-Kur empfehlen. Das ist wirklich so. Ein richtiger Hinweis. So, und insofern, hier sehen Sie so ein Besteck eines Darm für einen Darmeinlauf. Hast du ein tolles Bild gefunden. Und insofern die Idee, dass auch der Darm als Ausscheidungsorgan werde und so, das ist alles so nicht richtig. Der Darm ist ein hochkomplexes System, der ist nicht so eine halb durchlässige Membran, wie man das so in den Modellen der Osmose lernt, sondern es sind aktive Transportmechanismen in vielfältigster Weise, und durch den Darm, direkt durch Löcher im Darm, darf eigentlich gar nichts gehen. Wenn Löcher im Darm sind, hat man ein Leaky Gut-Syndrom und noch eigene Probleme, und normalerweise müssen Stoffe erstmal in die Darmwandzelle innen reingehen und dann von da aus auch wieder weiter ans Blut, also zwei Stufen, und so einfach ist es gar nicht. Und der Darm ist übrigens beim Fasten auch gar nicht ruhig, denn in jedem Augenblick, wo ich eine größere Menge einer Flüssigkeitszufuhr mache, läuft das Verdauungsprogramm wieder ab. Insofern sind das alles Fehlannahmen, die hier aufgelistet sind. Das funktioniert so alles überhaupt nicht. Und die Gallensäuren und die Fette werden eben rückresorbiert. Und wenn ich aber einen Stoff wie Heilerde gebe, der kann Fette Stoffe sehr gut binden, und dann binden die sich so fest an die Heilerdepartikel, dass die nicht resorbiert werden, sondern sozusagen im Darm verbleiben. Damit ist sozusagen diese Rückresorption unterbunden durch Heilerde. Wie gesagt, die Niere ist gar nicht beteiligt im Fastenprozess, weil nichts wasserlösliche Angiften in der Leber produziert wird. Ja, dann wird oft gesagt, man müsse aber trotzdem den Darm entleeren, sonst trete Hungergefühl auf. Naja, das ist eine martialische Vorstellung. Natürlich, solange ich mit Dünnpfiff auf dem Klo bin, ist der Drang nach Nahrungszufuhr momentan zumindest nicht so ganz groß, weil man ein anderes Problem auf der anderen Seite hat. Also ich finde, das sind martialische Methoden. Früher war ja sowieso immer abführen, auch bei allen möglichen Erkrankungen. Können Sie ja bei Molière, der eingebildete Kranke, lesen, die kritische, satirische Betrachtung, wie primitiv die alte Medizin auch war vor hunderten Jahren. Also dann wird behauptet, es treten wenige Kopfschmerzen auf. Es gibt aber auch wirklich verlässliche Kollegen, die sagen, erst wenn sie eine richtige Abführmaßnahme machen, dann kriegen sie erst die Migräneattacke und so. Also da ist wahrscheinlich der Zusammenhang auch unsicher. Es wird aber immer wieder Stereotyp nachgebetet, obwohl der Nachweis der Wissenschaft hier völlig fehlt. Und insofern zirkulieren diese Fehlannahmen der alten Fastenärzte, weil sie eben auch von kommerziellen Fastenleitern und den Fastenärzten in den verschiedenen Gruppierungen einfach immer wiederholt werden, weitergetragen werden. Also ich sage als kritischer Professor, alles Quatsch, was hier an falschen Annahmen aufgelistet ist. Ich habe hier oben rechts nochmal dieses Bild, was ihr seht. Das ist so ein Hochofen. Das ist, glaube ich, nicht mehr ganz so modern, das Bild. Aber weil es wurde ja immer behauptet, dass der Körper verschlackt ist. Und dieses Wort Schlacken kommt aus der Schwerindustrie. Und so ein Hochofen
wo halt Metall verarbeitet wird und so, da bilden sich halt solche Schlacken und das wurde dann auf den Körper übertragen, dieses Prinzip. Nur kann man den Darm, ihr seht ja hier unten rechts oder das linke Bild unten, das ist ein Darm aufgenommen mit einem modernen, wahrscheinlich einigermaßen modernen Endoskop. Die sind heute schon relativ hoch auflösend und da kann man eben halt sehen, dass der Darm eben eigentlich sehr, sehr, sehr sauber ist. Wir stellen uns das immer so vor, als ob das so eine Kloake ist, aber der ist tatsächlich relativ sauber und sowas wie Schlacken auch in den Zotten, was immer behauptet wird, die dann über Jahre lang da drin rumhängen, in der Regel passiert sowas nicht. Es gibt dann natürlich auch so Erkrankungen, wo dann Patienten über lange Zeit immer über Verstopfungen leiden und so, wenn sie sich überhaupt nicht bewegen und nur noch essen und permanent, dann können solche Sachen natürlich auch entstehen, aber das ist was ganz anderes. Und wir sprechen jetzt hier erstmal von dem nicht so schwer kranken Menschen. Und da ist wirklich, haben wir es mit einem sauberen Darm zu tun. Das sieht ja fast schon kuschelig aus. Vielen Dank, dass du das nochmal so hinweist und die Analogie zur Technik auch bringst, die ja insbesondere auch dem Johannes Schroth mit seiner Schrothkur so beeindruckt hat. Und der hat dieses Wort Entschlackung ja vor allen Dingen populär gemacht mit, war um 1850 herum, als natürlich diese Stahlindustrie und Schwerindustrie sozusagen der Motor unseres Zivilisationsfortschritts war. Industrielle Revolution, ja, genau. Ja, und immer wieder diese Technik- und Medizininteraktionen sind schon interessant, aber eben ganz wichtig, der Darm ist im Prinzip an der Oberfläche genauso sauber wie unsere Mundschleimhaut. Das muss man sich einfach klar machen. Das säubert sich permanent selber. Und die Vorstellung, dass man sozusagen jetzt den Darm wie der Kaminkehrer in so ein zugerußtes Ofenrohr putzen müsste mit irgendeinem Rohrputzer oder so, diese Vorstellung ist auch völlig unsinnig. Also wir brauchen den Darm nicht putzen, außer vielleicht wirklich ganz spezielle Erkrankungen. Der normale Darm reinigt sich selber und ist auch, wenn er nicht gerade voll Nahrungsresten ist, pumpersauber. Die einzelnen Darmbakterien auf der Flora sehen wir natürlich genauso wenig wie auf unserer Haut oder auf unserer Wangenschleimhaut. Es gibt jetzt genau dazu, deswegen nehme ich diese Frage jetzt mal vorweg. Bitte verzeiht mir das. Von Claudia, die dazu was sagt. Es gibt aber einen anderen oder einen Pathologen, Name fällt mir im Augenblick nicht mehr ein, der nachgewiesen hat, dass manche Menschen bis zu 5 Kilo alte Kotmasse in ihrem Darm tragen. Was ist denn damit? Ja, das würde ich, wie gesagt, ganz stark bezweifeln. Und das kann man natürlich immer vielleicht einen Einzelfall finden, wenn ich einen Patienten habe, der 200 Kilo hat. Da sind dann vielleicht 5 Kilo irgendwo versteckt in diesem großen, nicht funktionierenden Darm. Aber wenn Sie einen gesunden, nicht zu übergewichtigen Patienten haben, bezweifle ich. Und ich habe wirklich genügend Darmspiegelung auch mit. Da sind keine größeren Kotmassen gemacht. Wobei ich muss natürlich sagen, die Darmspiegelung wird natürlich auch nach vorheriger Abführmaßnahmen und Reinigung gemacht, weil sonst hätte man zu viel zu tun, immer wieder den Inhalt auch aufzusaugen und wegzuspülen. Aber man sieht, dass nach einer relativ leichten Abführmaßnahme eine Entleerung des Darmes, dass da überhaupt außer in so ganz bestimmten kleinen Taschen, die sich manchmal bilden können, da gibt es denn kleinere Reste, ein paar Gramm Stuhl und diese Stuhlreste können bei solchen Ablagerungen auch manchmal Ärger machen, weil da ist eine andere Darmflora drauf und es entzündet sich manchmal oder da kann ein Kirschkern drin stecken oder auch da kann sich so eine Art Blinddarmentzündung bilden. Das sind aber alles Ausnahmen. Und die Behauptung, dass jetzt jeder von einer Darmreinigung oder Darmspülung oder Abführen profitieren würde, das ist einfach unsinnig. Gut, dann gehen wir weiter. Naja,
wie gesagt, die alten Fastenärzte übersehen, dass sie mit ihren wässrigen Abführmaßnahmen diese Rückresorption ja noch sogar verstärken und die Leber dabei auch stark belasten. Und es ist auch bekannt, dass nicht bei allen Patienten, aber bei manchen Patienten unvorhersagbar, bei welchen Patienten das ist, ganz schöne Leberenzymwerte ansteigen. Diese Leberenzyme sind ja auch diese Enzyme, die man zum Teil nimmt, um Alkoholiker zu erkennen, die sozusagen Alkoholschaden an der Leber schon haben. Und diese zum Teil erheblichen Erhöhungen der Leberenzyme würde man zum Beispiel Zeter und Mordio schreien, wenn der Patient vorher, sagen wir mal, so ein Mittel aus der TCM genommen hätte, wo manchmal ja auch lebertoxische Substanzen drin sind, und wo man einen riesen Zinnober macht, wenn man also eine möglicherweise Leberschädigung durch eine Pflanze hätte. Das wird aber in der Fastenszene alles unter den Teppich gekehrt, weil es geht so etwa nach dem Motto, wir nehmen an den schwierigen Tagen einfach die Leberblutwerte gar nicht ab, dann erschrecken wir uns und den Laborarzt und den Patienten nicht. Auch eine Möglichkeit. Natürlich wird die Leber auch dramatisch umgebaut. Also manche Kollegen sagen natürlich, und in diesem Umbau kann ja die Enzymwerte mal gewaltig in die Höhe gehen. Es ist aber eben noch kein Fall einer irreversiblen Leberschädigung bekannt geworden. Ist vielleicht aber auch unter den Teppich gekehrt worden. Das sei alles nicht klinisch relevant, so sagen auch mir befreundete Kollegen. Da bin ich aber eben auch anderer Meinung, weil, wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, im einen Fall, wenn ich eine Pflanze eingenommen habe, ist es die böse, böse Pflanze und die muss man jetzt verbieten. Und mit dem Fasten machen wir einfach so weiter, auch wenn die Leberenzymerhöhung gleich hoch ist. Das finde ich nicht richtig, nicht logisch. Ja, machen wir aber weiter. Das sind so interne Diskussionen mit meinen Kollegen. Also, wenn man das jetzt so sieht, brauchen wir ein neues Fasten. Wir verzichten auf Abführmittel und wir bringen jetzt eine bessere Möglichkeit an, die Rückresorption von Giftstoffen zu verhindern. Und das können wir machen mit Heilerde. Heilerde bindet wunderbar diese Giftstoffe, die beim Abbau in der Leber entstehen. Und ich gebe aber noch ein weiteres Produkt dazu, weil die Heilerde würde sich ohne Abführmaßnahme doch etliche 100 Gramm, vielleicht auch mehr, während des Fastens im Darm ansammeln. Wenn die Nahrung nicht zugeführt wird, bleibt die Verdauung ja ein bisschen stocken. Heilerde ist steinschwer, besteht ja aus kleinen, klitzekleinen Steinchen sozusagen. Und ich nehme jetzt einen pflanzlichen Quellstoff dazu, der auch in der Lage ist, bestimmte Stoffe zu binden. Und die beiden Stoffe nehme ich immer abwechselnd. Und die Flohsamenschalen enthalten keine verwertbaren Kohlenhydrate, sondern Kohlenhydrate, die verkettet sind und unresorbierbar sind und die eine Menge Wasser binden. Es bildet sich sozusagen mit ganz wenig Flohsamenschalen etwa die hundertfache Menge eines Gels, so eine Art Pudding im Körper, und entfüllen den Darm, aber bringen keine Kalorien. Und mit der Darmfüllung hat der Darm wieder eine leichte Arbeit und transportiert die Heilerde mit dem Gift auch weiter. Es kommt ab und zu zum Stuhlgang, weil insbesondere auch diese Flohsamenschalen sind ein tolles Mittel auch gegen chronische Verstopfung, weil durch die Darmflora im Dickdarm wird ein Teil des Gels gespalten, ein bisschen Wasser freigesetzt, aber nur ein bisschen, und das reicht aber schon aus, um so eine Art auch Effekt zu haben, wie ein kleiner Einlauf, und dann wird der Stuhl am Schluss noch mal ein bisschen weicher und den kann man dann auch leichter absetzen, auch in kleinen Mengen, ohne allzu sehr zu pressen und die Hämorrhoiden nicht zu sehr zu beanspruchen. Die Flohsamenschalen haben einen einzigen Nachteil, der wird oft nicht kommuniziert und deswegen gehen die Therapien oft auch schief, weil der Patient leidet, wenn er mit der vollen Dosis beginnt, unter brutalen Blähungen. Weil die Darmflora, die das Zeug ein bisschen anknabbert und verdaut, bildet einfach Gas. Und dieses Gas muss der Körper ja erstmal wegbekommen.
Insofern habe ich etliche Jahre meines Lebens damit der Frage verbracht, mit welchen zusätzlichen Kräutern ich verhindern kann, dass diese üble und häufige Nebenwirkung der Flohsamenschalen überhaupt erst auftritt. Also die Meiden von Blähungen, das war das Ziel. Da waren wir mit Apothekern und einem kleinen Team und ständig wechselnden Rezepturen und freiwilligen Testpersonen jahrelang zugange, haben dann einen Magen-Darm-Shake entwickelt. Wie gesagt, da war ich die treibende Kraft. Und da sind sieben, die hier abgebildeten, auf der Packung abgebildeten sieben Kräuter oder sechs Kräuter plus der Flohsamenschalen. Und das sind so Dinge drin wie ätherisch Öldrogen, aber auch leicht entzündungshemmende Drogen, die sie insgesamt die Darmtätigkeit stabilisieren und bei leichten Verdauungsproblemen, auch bei Blähungen und so weiter, helfen. Und die also, verhindern, dass... Sagen wir lieber Pflanzen, nicht Drogen. Ja gut, sorry, ich bin da harmlos, weil für mich ist die Droge ist gleich die getrocknete Heilpflanze. So, okay. So wie ein Apotheker das nennt. Nicht, ja. Nicht Haschisch und Heroin. Ja, sondern genau, so, das ist kein Hasch. So Dinge wie Heilerde, nicht Heilerde, Flohsamenschalen eben und Fenchel und Kurkuma und Ingwer. Also wir haben die besten Pflanzen aus der indischen Medizin mit den besten Pflanzen der europäischen Klosterheilkunde sozusagen in eine neue Kombination gebracht, relativ hoch dosiert auch, dass es funktioniert, mit einem Messlöffel voll in ein großes Glas Wasser einzurühren und zu trinken. Da ist 200 Mal so viel Substanz drin wie in so einer kleinen Mini-Tablette. Damit kann man auch entsprechende günstige Wirkungen dann erreichen. Und wir brauchen auch diese Mengen, um den gewünschten Effekt zu haben. Dieses führen wir denn schon beim Vorfasten ein und auch beim Nachfasten zusammen mit der Heilerde immer abwechselnd vor und nach den Mahlzeiten und können dann mit einer kompakten Kur von nur 5-0 Fastentagen unsere gewünschten Erfolge auch erreichen. Wichtig eben dann nach den Fastentagen der Kostaufbau mit wenig Lebensmitteln, die aber sauer sind und Milchsäure enthalten, möglichst noch lebendige Lactobacillen. Und eben gar nichts basisch und keine Basenpulver, sondern vor allen Dingen Joghurt, Sauerkraut und ja, dann kann man noch zufügen, dann später auch Sauerteigprodukte oder keine Brotrunk oder solche Dinge sind die richtig. Was ist nochmal LM? Steht hier? Lebensmittel. Ach, Lebensmittel. Okay. Gute Frage, ja. Genau, das muss ich in der Präsenz. Der Magen-Darm-Shake, der schmeckt gar nicht mal so schlecht. Den kann man auch, wenn man normal Verdauung beeinflussen will, auch nicht nur mit Wasser trinken, sondern auch zum Teil mit Milch, Sauermilch und anderen Flüssigkeiten. Oder eben aber beim Fasten bitte doch mit Wasser. Kalten Wasser, warmes Wasser weniger, weil dann wird es gleich gelieren. Also wer von euch schon mal Flohsamenschalen zu sich genommen hat, der weiß, dass es doch teils einiges an Überwindung kostet, das jeden Tag oder sogar, wie jetzt hier in dem Fall, mehrmals am Tag das einzunehmen. Und ich kenne diesen Magen-Darm-Shake jetzt schon seit bestimmt 2 Jahren. Ich glaube, das ging los vor 2 oder 3 Jahren sogar, wo ich eben diesen Kongress gemacht habe, diesen Naturapotheke-Online-Kongress. Und da habe ich mir das dann auch natürlich geholt und muss sagen, es ist natürlich jetzt keine Creme Brûlée, die einen da erwartet, aber im Vergleich zu Flohsamenschalen ist es eine enorme geschmackliche Bereicherung. Also liegt irgendwo dazwischen, zwischen Flohsamenschalen und Creme Brûlée, nur so als Beispiel. Ja. Nee, also durch das Kurkuma und die Kräuter schmeckt das eben halt ein bisschen würzig und ist, also ich finde tatsächlich nie, also ich habe das ja erstmal nur so genommen, ohne Fasten, einmal am Tag morgens. Und wurde zu so einem richtigen Ritual. Ich mache das im Augenblick, mache ich es nicht. Aber ich werde es beim Fasten jetzt wieder anfangen damit. Ich werde ja auch definitiv physisch mit fasten, nicht nur mental, bei dem Kurs, den wir euch ja auch nachher noch vorstellen. Und
Und aber auch beim Fasten, da freut man sich richtig drauf, mal wie so, das ist genauso wie die Gemüsebrühe, die man ja auch zum Fasten nehmen kann, dass man da eben so ein bisschen wieder Geschmack auch im Mund empfindet. Und das hat durchaus was Ein Positives. bisschen Geschmack ist auch gar nichts einzuwenden. Und wie gesagt, es sind keine künstlichen Aromen dabei, sondern durch die Mischung ist es uns gelungen, wirklich mit einem Gemisch verschiedener Kräuter einen recht runden Geschmack hinzubekommen. Und ja, Flohsamenschalen ist wirklich ganz pappig und zum Teil scheußlich. Ich war ja vor 4 oder 5 Wochen im RBB Studiogast und der Moderator hatte da Flohsamenschalen aufgebaut und dann davon nur genippt und schier wieder ausgespuckt. Also das war das schönste Beispiel eigentlich, wie im öffentlichen Sender mal einer auch wirklich ehrlich gezeigt hat, wie übel die Zumutung ist, zu sagen, nimm mal Flohsamenschalen und alles wird gut. Nein, nimmt Magen-Darm-Shake, ja. Das ist übrigens eine ganz nette Sendung. Also leider ist das Thema Fasten ein bisschen zu kurz gekommen für meine Verhältnisse. Deswegen machen wir ja heute hier so eine schöne, etwas längere Veranstaltung. Aber könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Das gibt es, glaube ich, irgendwo auf YouTube zu sehen. Ja, was sind denn jetzt die revolutionären Vorteile beim neuen Fasten nach Öhlke? Seit 2017 hast du diese Methode ja schon veröffentlicht. Ja, wie gesagt, wir haben kein Abführen mehr und dieses Abführen ist ja doch für manche Patienten doch sehr lästig. Also es kommen doch immer wieder Leute, die sagen, Mensch, ich habe früher immer gefastet und das Schlimmste war doch das Abführen. Und nach dem Abführen wird man ja auch geschwächt, man verliert Salz, man verliert Zeit. Es ist ja auch eklig irgendwie. Und dann sagt man schon, man muss, wenn man irgendwo in eine Fastenklinik geht, unbedingt ein Einzelzimmer haben, weil können ja nicht zwei gleichzeitig aufs Klo gehen und so. Es ist also alles furchtbar. Und dieses haben wir nicht. Wir machen aber ein sorgfältiges Vorfasten und Nachfasten und programmieren sozusagen unseren Stoffwechsel langsam und aber sicher auch um und haben dann im Nachgang auch bessere Langzeiterfolge und eben keine Jojo-Effekte und anderes. Also da muss ich jetzt nochmal daran erinnern, was wir vorhin schon besprochen haben, dieser Lerneffekt, der auch passiert. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an, Umprogrammierung des Stoffwechsels. Also wirklich auch die, also das findet natürlich auch statt, ja. Also diese, du sagst ja auch, dieser Dual-Power-Modus, ja, wir sind nach dem Fasten, können wir sehr schnell umschalten vom ketogenen Stoffwechsel auf den glukogenen Stoffwechsel, also den Zuckerverbrennung, kohlenhydratbasierten ja. Zuckerstoffwechsel. Und das ist wirklich ein, aber auch diese Gewohnheiten, die wir dann antrainieren uns, wie zum Beispiel besseres Kauen, ruhigeres Essen, also wie schaffe ich es denn, entspannter zu essen? Das macht so viel aus für die Verdauung und die Verwertung, die auch die Bio. Wir sprechen immer davon bei Nahrungsergänzungsmitteln. Habt ihr mich ja auch schon mal sagen hören, ja, das, da ist jetzt beim Kurkuma-Kapsel ist jetzt noch Schwarzpfefferextrakt drin und das erhöht die Bioverfügbarkeit. Aber wir können auch die Bioverfügbarkeit von unseren Vitalstoffen im Essen auch durch richtiges Essen und richtiges Kauen und so weiter und halt auch das Abschalten von Stress während des Essens enorm erhöhen. Ja, wenn ich, das ist doch ganz logisch, ja, wenn ich etwas länger kaue, bevor ich es runterschlucke, ist alles erstmal flüssig zu machen, bitte schön im Mund und das mit Genuss und dann sind es halt nicht mehr so Bröckchen. Also wir haben im Magen keine Zähne, das wissen viele gar nicht, ja, offensichtlich. Wir haben im Magen keine Zähne, die das dann nochmal weiter zerkleinern. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich eine Nuss runterschlucke, jetzt mal, oder ein Stück von der Nuss runterschlucke, dann wird die nicht zerkleinert. Ja? Wir haben eine Magensäure, die zwar die Eiweiße denaturiert, also diese dreidimensionale Struktur auflöst und die in so kleine Häppchen schneidet, also in die Aminosäuren letztlich, aber das mit Fett zum Beispiel, wie zu einer Nuss, passiert das nicht, auch wenn da Eiweiße noch drin sind, aber so weit kommt die Säure gar nicht. Also es ist jetzt keine Säure, die alles auflöst, eher wie Flusssäure. So kann man sich das eben nicht vorstellen. Das heißt, also die Bioverfügbarkeit wird auch durch das Kauen besser. So. Nächstes Thema, Detox. Ja, wie gesagt, durch Flohsamenschalen im Magen-Darm-Shake und die Heilerde entgiften wir. Nächstes.
Wir machen 5 Tage Null-Diät, damit wir wirklich komplett auf ketogenen Stoffwechsel umschalten, was, wenn ich sozusagen so Intervallfasten mache, gar nicht erreicht wird. Und wenn ich so Buchinger-Fasten nur über wenige Tage, auch 5 Tage mache, wird es auch nicht sicher erreicht, weil ich einfach noch zu viele Kalorien auch mit den Fruchtsäften zuführe. Also beide berühmten Fastenpioniere tun sich ja eigentlich mit den heutigen Erkenntnissen schwer. Also beim Buchinger Fasten Fruchtsäfte mit Fruchtzucker zu geben, passt eigentlich gar nicht, weil ich komme dann aus dem aus dem Zuckerstoffwechsel ja gar nicht raus und muss ständig Insulin produzieren. Und der andere mit dem trockenen Semmel, womöglich noch aus Weizenmehl, ist auch nicht viel besser. Und dazu die Milch ist vielleicht auch für manche milchempfindliche Leute, laktoseempfindliche Leute, auch nicht das Richtige. Also da sind wir mit der neuen Diät einfach klarer und besser aufgestellt. Ja, selbst wenn du jetzt keine Laktoseintoleranz hast, ist ja Laktose auch ein Zucker, der auch verstoffwechselt wird, woraus Energie gewonnen wird. Also auch und Fett ist in der Milch ja auch drin. Ja, also in Milch sind schon einige Kalorien drin und eben vor allen Dingen so viel Zucker zusammen mit den trockengekauten Weizen. Brötchen, dass ich einfach aus dem Zuckerstoffwechsel gar nicht komplett rauskomme. Also insofern, während des Fastens gibt es eben kein Reis und keine Kartoffel, sondern erst hinten nach und das auch nur ausgesucht und nach entsprechender Überlegung. Übrigens, die Heilerde kennen ja manche vielleicht auch zur äußerlichen Anwendung bei unreiner Haut, bei Akne, bei Hauterkrankungen. Da lässt man einen Heilerdebrei auf der Haut trocknen, peelt es dann hinterher runter und hat damit eine schöne, saubere, bakterienfreie fast Hautoberfläche mit Entfernung von Schuppen, Bakterien, Fett und Talg und Eiter und alles, was da nicht auf die Haut gehört. Und sowas Ähnliches erreiche ich natürlich in schwächerer Form auch durch die Einnahme von 3 Portionen Heilerde innerlich. Und ich entferne auch einen Teil der Darmbakterien, die eben von der Heilerde auch zum Teil gebunden und angegriffen werden. Und dadurch habe ich sozusagen den Effekt, dass ich hinten nach bessere Chancen habe, dass sich wieder eine neue Darmflora, hoffentlich eine gesündere, ansiedelt. Ich sage immer gerne, um das nochmal zu veranschaulichen, viel ist ja seit Jahrzehnten schon die Rede mit dieser mikrobiologischen Therapie, wo man eben da Keime gibt, Milchsäurekeime und andere gesunde Darmkeime in der Hoffnung, dass die sich im Darm ansiedeln. Das ist aber natürlich gar nicht so einfach, wenn ich die oral schlucke, müssen die natürlich verkapselt sein, damit die nicht in dem Magen sich gleich von der Magensäure zerstört werden. Denn das reicht aber auch noch nicht, weil der Darm hat eine geschlossene Darmoberfläche. Insofern, das wäre wie wenn ich einen Rasen habe voller Unkraut und Moos und ich würde jetzt einfach Grassamen darauf werfen, da wird mein Gras kein bisschen besser, weil die Grasamen, die ich da drauf werfe, die finden da nicht zum Ansiedeln. Insofern weiß ja jeder Gärtner, ich muss den Rasen erstmal das Unkraut ausrupfen oder vertikulieren und die Hälfte vom Schrott und Moos entfernen, dass ich überhaupt eine Chance habe, dass ein Teil der Grassamen ansiedelt. Und so genau ist die Situation, bildlich gesprochen, durch mein Fasten und die Heilerde gibt es freie Siedlungsfläche für neue Bakterien auf der Darmoberfläche nach meiner Kur. Für die ganz Spitzfindigen unter euch, die sich dieses Foto rechts unten sehr genau angeschaut haben und mehr als das und gesehen haben, dass hinter den Kartoffeln oder neben den Kartoffeln und hinter dem Sauerkraut noch eine Bratpfanne steht mit irgendwas drin. Ich habe kein besseres Bild gefunden. So, okay. Also nicht, dass ihr denkt, beim Fasten gibt es hier auch noch ein Bacon und Würstchen dazu. Einige Tage danach gerne, ja. So, dann gehen wir weiter. Ja, und bitte, wir brauchen gar nicht so viel trinken. Wir müssen nicht auch die Nieren noch überlasten, indem wir literweise Wasser zuführen, insbesondere wenn wir das nicht gewohnt sind.
trinken Sie ganz normal weiter, so viel wie man trinkt. Man darf auch durchaus mal Ersatzhandlungen begehen, dass wenn doch mal ein kleiner Hunger kommt, man sich einen Tee kocht und diese Tasse Tee trinkt und so. Das ist alles ja erlaubt, aber bitte nicht vorsätzlich 5 Liter Wasser saufen oder so. Das ist kontraproduktiv. Das brauchen unsere Nieren nicht und das braucht unser Körper auch nicht. So, jetzt geht's los. Wir haben die 5 Tage Nullfasten. Wir haben vorher und nachher, kommt es gleich? Genau. Im Vorfasten ist es wichtig, dass wir da schrittweise und ein bisschen geplant, und es ist auch sinnvoll, dass man sich da einen Plan wirklich individuell macht, dass man sozusagen mal guckt, welche Laster will man ablegen, in welcher Reihenfolge. Nicht alles auf einmal, weil dann hat man verschiedene Süchte, die sich überlagern, sondern schlag immer gerne vor, versuch doch mal das Bier wegzulassen. Bier ist übrigens im Hinblick auf Übergewicht doppelt oder dreifach schädlich. Erstens enthält es viel Alkohol, macht die Leber kaputt, fördert Fetteinlagerung, stört den gesunden Leberstoffwechsel. Insbesondere wenn man nicht nur ein Glas Bier trinkt, sondern eine Flasche oder gar mehrere, da ist einfach der Alkohol schon schlecht. Denn im Bier sind sehr viele Kohlenhydrate drin, also richtig Zucker zum Verbrennen und braucht viel Insulin und ist also ganz weit. Schwechsel und Verbrennung. Und das bitte den letzten Satz, da war ein Tonstörer. Also da ist man ganz weit weg von ketogenem Stoffwechsel, solange man Bier trinkt. Und wenn man abends Bier trinkt und ordentlich Kalorien nochmal zuführt, vielleicht noch gar mit einer fetten Wurst, dann hat man die Garantie, dass in der Nacht das Fett auch eingelagert wird mit dem Bier. Und das Bier hat dann gegenüber dem Wein dann noch sogar die Besonderheit, dass da noch weiblicher Östrogen artig wirkende Stoffe drin sind. Das verschweigt die Bierindustrie immer. Das ist ein Geheimnis, was nur wenige kennen. Das Bier fördert eine weibliche Fettbildung. Und manche Männer haben ja dann auch die Biertrinker schon so quasi kleine Brust und so. Das kommt daher mit den Hormonen. Also ich muss auch sagen, wir wollen aber natürlich auch das Rauchen uns entwöhnen, weil es wäre blöd, wenn wir wirklich da fasten und gar nichts nehmen, aber ständig da den Glimmstängel in der Hand haben. Also würde man vielleicht am Ende dieser 2 Wochen oder mittendrin entweder schrittweise oder auch auf einen Schlag, da ist jeder auch unterschiedlich, mal das Rauchen einfach rauslassen. Dann würde man die richtigen Süßmittel, die Gummibärchen und die Bonbons und die Schokolade weglassen. Also die richtigen Zucker, die meine ich jetzt. Und Chips auch. Und vielleicht auch die Chips. Und dann würde man mal auf das Vegetarische umsteigen und man würde dann vielleicht auch Zwischenmahlzeiten weglassen. Also man geht schon fast so ein bisschen wie im Intervallfasten schon mal rein, dass man sozusagen die größten Laster rausnimmt. Umso leichter fallen einem dann die Fastentage, wenn das vorher schon ein paar Tage sozusagen ohne diese Zivilisationsverführung, nenne ich das mal, diese Genussmittel, wenn man die schon mal draußen hat. Umgekehrt sollte man natürlich auch im Nachfasten nicht jetzt gleich all die Laster sich wieder zulegen, sondern schauen, dass man die so lang wie möglich meidet. Und man wird erstaunt sein, wie nach einem Fasten es einem leicht fällt, mal auch vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so mal Vegetarier zu sein. Das geht ganz leicht, weil man sozusagen umprogrammiert ist und dann einen anderen Zugang hat. Also wir machen viel Joghurt, wir machen viel Sauerkraut, wir lassen als begrenzte Menge für Kohlenhydratzufuhr im Kostaufbau dann auch Kartoffel zu und die Kartoffel aber speziell im abgekühlten Zustand. Denn die Kohlenhydrate aus der abgekühlten Kartoffel sind sehr viel weniger bioverfügbar. Das heißt, die hauen uns im glykämischen Index, also in der Insulinausschüttung, nicht gleich so hoch. Aber bilden doch so eine kleine Menge an Kalorienzufuhr für den Zuckerstoffwechsel, für den Muskel. Ja, das ist eine tolle Sache. Du kannst dann also immer so die Kartoffeln vorkochen für 2 bis 3 Tage. Und dann geht halt, also die schmecken ja dann immer noch gut. Und dann kann man sie In Scheiben schneiden. Scheiben schneiden und dann Sauerkraut geben.
kleine Menge zubereiten. Erstaunlich, wie mit wenigen Mengen, also mit ganz kleinen Mengen, wir dann nach dem Fasten beim Aufbauen, wir dann auch satt und zufrieden sind. Das ist unglaublich. Ja. Und das versuchen wir so lange wie möglich hinauszuzögern. Keine Angst, ihr werdet da schon auf eure Kosten kommen. Ihr werdet aber auch merken, wie mit wenig Mengen ihr dann auskommen werdet auf der einen Seite und auch, dass man eben halt nicht zu jeder Mahlzeit was komplett anders essen muss, dass man auch mal ein paar Tage monoton essen kann, was einen auch etwas entspannt, was auch den Geldbeutel natürlich entspannt, aber auch was muss ich heute Abend noch alles einkaufen für das Abendessen, was muss ich morgen essen, was dann und so weiter. Auch erst, glaube ich, so in den letzten 100 Jahren wahnsinnig verwöhnt. Also was für ein Geschrei würde es geben, wenn heute eine Mensa zweimal in der Woche dasselbe Mittagsgericht anbietet. Ein Geschrei wäre das. Es ist aber eigentlich natürlich, dass ich in Abhängigkeit der Ernte und Verfügbarkeit eigentlich mehrere Mahlzeiten oder wochenlang vielleicht sogar dasselbe esse. Wenn jetzt die Äpfel demnächst reif sind, werde ich halt wochenlang Gerichte mit Äpfeln essen und so, oder wenn die Kartoffeln neu da sind oder der Spargel oder so, da dürfen das vielfach in der Woche die gleichen sein. Und dieser Drang nach ständig Abwechslung und neue exotische Rezepte und so, alles zusammen gemixt und gemischt, ist tatsächlich für unseren Darm und für unser Immunsystem eine Katastrophe, weil das ist eine Herausforderung für das Immunsystem. Und das beginnt tatsächlich beim Säugling schon, und da rede ich auch schon zusammen mit Kinderärzten seit Jahren dagegen. Es muss doch nicht sein, dass ein kleines Kind mit ein paar Monaten oder 6, 7, 8, 9 Monaten, dass der jetzt auch schon 20 Sorten Hip nehmen muss, sondern da würde eigentlich der ganz zufrieden sein mit zerdrückten Kartoffeln und Karotten und irgendwas ein bisschen. Ja, nach dem Motto, was er nicht weiß, das macht ihn nicht heiß. Wie gesagt, das müsste man wirklich mal untersuchen. Es könnte sein, dass wir mit ständig wechselnden Babykost die Bereitschaft zu Allergien und Überforderungen des Immunsystems geradezu anlegen. Ich möchte gerne nochmal auf einen wichtigen Punkt hier hinweisen. Wir haben jetzt ja erwähnt, Kartoffeln, Sauerkraut und Milchprodukte. So, ich weiß, dass ja in meiner Community doch einige Menschen dabei sind, die Veganer sind und die auch Rohköstler sind natürlich. Fritz Werner schreibt doch gerade, ist das Sauerkraut roh? Natürlich isst man das roh. Wir wollen ja nicht nur die Milchsäure haben, sondern die Milchsäurebakterien. Wenn ich das dann erhitze oder pasteurisiertes Sauerkraut nehme, dann habe ich eben halt nur die Milchsäure. Das ist jetzt auch nicht schlimm, aber wir wollen ja eine neue Darmflora aufbauen. Ja, das ist ganz wichtig. Und wir haben sowohl in dem Buch als natürlich auch in dem Fastenkurs bieten wir vegane Varianten an mit Rezepten. Wir bieten auch rohköstliche Sachen an. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen die Frage von einer Interessentin, die frug eben halt nach der Alternative zur gekochten Kartoffel. Mhm. Weil sie baut gerade eine neue Küche und kann überhaupt gar nicht kochen, weil gar kein Herd da ist, und hat dann gefragt, solange die Küche noch nicht da ist, sowieso Rohkost, und das tut ihr auch eh ganz gut, aber wie kann sie die Kartoffeln ersetzen? Und dafür haben wir natürlich auch schon ein paar Lösungen uns überlegt. Also wenn ihr Lust habt auf das Sommerfasten, das begleitete Fasten und auch auf das Fastenbuch, da gibt es eben halt auch rohköstliche, vegane oder eben die vegetarischen Gerichte. Also Fleischgerichte haben wir oder Fischgerichte oder so, und auch Eier, sowas gibt es überhaupt nicht da drin. Aber es gibt eben halt Milchprodukte wie jetzt Joghurt, Kefir und nicht Kombucha, sondern das andere, Skyr, genau, SKYR, das habe ich jetzt so vor kurzem kennengelernt. Das ist gerade fürs Abnehmen, ist das richtig, richtig gut, weil das, also ich will es jetzt nicht zu lange aushören, aber es hat halt sehr viel Eiweiß, das Skyr, so ein isländischer Quark.
Und wenn man das dann abends isst, dann hat man so gut wie keine Kohlenhydrate, so gut wie kein Fett und aber einen hohen Anteil an Eiweiß, was dann für den Abbau von Körperfett wunderbar geeignet ist. Und sowas wäre dann auch beim Kostaufbau zum Beispiel auch gut. Aber das kommt dann nochmal im Einzelnen. Ja, wir sind da auch immer in einer fruchtbaren Diskussion, weil Marc Weiland ist ja jemand, der von der Praxis auch kommt und zum Teil auch exotisch klingende Nahrungsmittel kennt und auch Rezepturen mit solchen Produkten wirklich kennt und kocht und ausführt sozusagen. Da bin ich nicht so tief verankert und ich bin immer so auf der Position, dass ich sage, ich will aber nicht 28 Möglichkeiten dargestellt haben und ich will auch nicht, dass in den 14 Nachfastentagen jeden Tag was anderes ausprobiert wird. Deswegen so einfach wie möglich, wobei ich aber andererseits auch verstehe, dass wenn jetzt einer sagt, ich bin jetzt aus irgendwelchen Überzeugungen auf der Rohkostschiene und die Kartoffel geht jetzt gar nicht, dann darf der natürlich sich was anderes aussuchen und da haben wir Vorschläge, aber für denjenigen, der mit der Kartoffel jetzt nicht auf Kriegsfuß steht, ist die Kartoffel schon eine ausgesucht und ideale Gelegenheit für das Nachfasten. So, dann haben wir hier vor, während und danach. Wir haben eben die dreimal tägliche Gabe von dem Magen-Darm-Shake. Wir bleiben da sozusagen angelehnt an die Hauptmahlzeiten und immer dann, wenn die Hauptmahlzeit wäre, also Frühstück, Mittag, Abendbrot, Abendbrotfrüh, so 18 Uhr möglichst, davor den Magen-Darm-Shake. Wir hatten die Reihenfolge auch mal andersrum probiert übrigens, haben aber dann rausgekriegt, dass es so rum besser ist, weil der Magen-Darm-Shake, das Flohsamenschalen quillt ja im Magen und füllt den auch. Das heißt, der Hunger ist danach schon weitgehend weg. Sprich, während der Mahlzeit können am Tisch Leute eventuell sitzen und was essen, ohne dass uns das zu sehr stört. Wir trinken unsere Tasse Tee oder die Tasse, den Teller Brühe mittags zum Beispiel. Aber wenn wir mittags keine Brühe wollen, darf es auch nochmal ein Tee sein und abends auch, wie Sie wollen. Also wichtig ist nur, es ist eine Brühe und keine Suppe und da ist auch nichts passiert oder durchgequirlt drin, sondern wirklich nur die Brühe durch das Sieb ab, die festen Bestandteile abgetrennt. Sonst hätten wir ja wieder die Kalorien aus den gekochten Möhren, Kartoffeln und so weiter in der Brühe drin. Bitte auch keine Brühwürfel nehmen, wenn es sich vermeiden lässt oder nur wirklich Teile, geringe Mengen davon, weil da sind ja wieder Geschmacksverstärker und Lockstoffe, die künstlich sind. Also genau, wir haben beim letzten Fastenkurs, Online-Fastenkurs, haben wir das, also ich bin da in alle möglichen Läden reingegangen und habe versucht, eine Gemüsebrühe zu finden, eine fertige, die aus dem Reformhaus oder aus dem Bioladen war, die ja komplett irgendwie gesund ist und frei von so Stoffen. Da war teilweise aus dem Reformhaus, habe ich zum Beispiel was gefunden, wo ich nun überhaupt nicht mitgerechnet habe, wo dann auch noch Glucose oder sowas drin war oder Stärke und so ein Kram. Und ich habe dann letztlich, ich habe dann mir selber Gemüsebrühe gekocht und habe dann die genommen. Weil das wenn wir da kein Produkt empfehlen können, wenn Sie eins kennen, teilen Sie uns das gerne mit, dann werden wir das auch kritisch testen. Also wir empfehlen nur was wir wirklich auch ehrlich vertreten können hier an dieser Stelle. Und wenn wir nichts empfehlen können, ist halt die Anleitung, sich die Brühe selber zu machen. Ja, und danach, ich möchte gerne noch mal Essen. Ich möchte gerne mal einen kurzen Tipp geben, und zwar, weil du das ja mit diesen Pausen oder mit diesen, sag ich, Mahlzeiten gesagt hast, dass wir sozusagen mit der Heilerde und dem Tee oder der Gemüsebrühe und dem Magen-Darm-Shake, dass wir da sozusagen die Mahlzeit ersetzen in den 5 Fastentagen. Und was dann im Vorfasten und Nachfasten auch noch sehr wichtig ist, da passiert das ja auch so, dann wird immer vor dem Essen, so 20 Minuten vor dem Essen, dann der Magen-Darm-Shake genommen zum Beispiel. Mhm. Und für mich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut ist, wenn man das so 20 Minuten vor dem Essen schon einnimmt,
weil man sollte es auch schon vor der Zubereitung des Essens dann machen, auch später dann vor allen Dingen, da ist es nochmal besonders wichtig, weil wenn ich erstmal meinen großen ausladenden Teller, mein Buffet zubereitet habe, ich persönlich würde es dann trotzdem aufessen, selbst wenn ich dann den Magen-Darm-Shake nehme. Wenn ich aber vorher diesen Magen-Darm-Shake habe, also so eine Pseudofüllung oder eine Pseudomahlzeit habe durch diese Quellwirkung des Flohsamenschalens im Magen-Darm-Shake, dann bereite ich mir erst gar nicht so viel zu, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin gar nicht so hungrig durch diese Magenfüllung. Deswegen nehmt das immer gut rechtzeitig und bevor ihr dann anfangt mit der Zubereitung. Richtig. Ja, das sind jetzt so wirklich die Praxistipps, die auch ungeheuer wichtig sind. Ich hatte ja zwischendurch auch allein theoretisch schon gesagt, lieber eine Stunde vor der Mahlzeit, aber das ist dann auch manchmal in den Tagesablauf nicht so gut zu integrieren. Also das muss jeder sozusagen auch den Rhythmus finden. Und nach deiner Erfahrung, und du hast ja sehr eine kritische Erfahrung, die ich sehr hoch bewerte und einschätze, sagst du doch, etwa 20 Minuten braucht man allein schon, um wirklich die Quellung im Magen auch zu haben und diese Vorsättigung zu erreichen. Da braucht man schon eine Zeit lang. Also da sind wir auch übrigens auch mit den Studien, die wir jetzt sozusagen online anbieten, interessiert an Studienteilnehmern. Und da wird dann auch abgefragt, tatsächlich für jeden einzelnen Tag und jede einzelne Mahlzeit, wie viel Zeit genau man vor der Mahlzeit sozusagen eingenommen hat. Und wir hoffen dann durch die statistische Auswertung aus größeren Datenmengen, aus solchen Erhebungen, dann noch mehr und noch sicherer und wissenschaftlich validere Aussagen treffen zu können. Nach 90 Minuten. Also die werden zeitversetzt eingesetzt, bitte Magen-Darm-Shake vor der Mahlzeit, also sagen wir mal eine halbe Stunde vor der Mahlzeit und die Heilerde nach der Mahlzeit und nach der Mahlzeit auch nochmal eine kleine Pause, also lieber eine halbe Stunde nach der Mahlzeit, sodass man insgesamt denn eine Stunde oder so zwischen beiden hat. Dann kann sich das auch tatsächlich, ich würde vermieden, dass sich das im Magen schon total durchmischt, sondern dann geht es der Reihe nach unten. Zuerst die gelförmigen Schleimstoffe und die Heilerde hinterher. Und die nächste Mahlzeit drückt dann sozusagen die Heilerde mit den daran angebundenen Giftstoffen weiter unten dann weiter durch. So. Mein lieber Bernhard. Und jetzt ist ja die große Frage, normalerweise redet man immer Fasten und Fastenzeit nach Fastnacht, also zwischen Aschermittwoch und Ostern, diese 40 Tage. 40 Tage Fasten, null Fasten geht aber nicht. Und es ist ja sozusagen das religiös und kirchlich bedingte Fasten, wo man eher, sagen wir mal, vegetarisch, fleischarm isst, wo man vielleicht ersatzweise Fisch nimmt oder so. Das ist was ganz anderes. Die gesundheitlichen Aspekte stehen da auch nicht so im Vordergrund. Und dann gibt es natürlich auch traditionell immer diese, sagen wir mal, Frühjahrskuren und Herbstkuren, oft mit drastischen Abführmitteln auch verbunden und einseitiger Kost. Und im Sommer wird bislang eigentlich relativ wenig vom Fasten gesprochen und das ist eigentlich völlig dumm, hat aber natürlich für die alten Fastenformen vielleicht die Berechtigung, dass wenn ich so brutal abführe und brutal schwitze in der Sommerhitze bei 38 Grad, hatten wir letzte Woche hier, dass das dann vielleicht doch schlecht kommt, weil ich dann insgesamt in den Elektrolytmangel einsteuere. Und das ist aber in meiner Fastenkur ja nicht der Fall, weil ich keine Abführmittel gebe, die uns entsalzen würde zusätzlich. Die Fastenkur als solche entsalzt schon ganz schön. Ich führe ein bisschen Salz, aber mit meiner Brühe mittaglich dazu. Sollte ich im Sommer auch vielleicht sogar, wenn ich stark schwitze, ein klein bisschen Prise mehr geben. Und da kann ich durchaus auch mal überlegen, warum dann nicht im Sommer fasten. Und jetzt komme ich zu einer ganzen Reihe von Vorteilen des Fastens im Sommer, wo auch mir meine kritischen Kollegen sofort zustimmen und sagen, eigentlich völlig Quatsch, außer diesen Bedenken wegen dem Elektrolytmangel, dem Salzmangel, nicht im Sommer zu fasten. Also das Wetter ist schön, ich habe sowieso gute Laune.
Gehen wir mal weiter. Ist doch was ganz anderes schon mal im Ansatz als ein trüber, regnerischer, dunkler, nass, kalter, glitschiger, dreckiger Tag im Februar oder März. Wir können rausgehen, uns an der frischen Luft und dem Sonnenschein bewegen. Wenn es zu heiß ist, können wir auch abweichen, vielleicht von unseren Gewohnheiten und mal zu einer Zeit aufstehen, wo wir bislang immer geschlafen haben und früh morgens, wenn es noch schön kühl ist, ein bisschen Bewegung und Sportprogramm machen, um 6 Uhr morgens beispielsweise. Wunderbare Zeit. Kommt viel besser, als ich irgendwelche Tageszeiten im Februar finden würde. Weiter. Ja, das ich muss mich übrigens beim Fasten bewegen. Wenn ich mich nicht bewege, wird Muskulatur abgebaut, leider. Du frierst nicht mehr so. Das ist ja so das Offensichtlichste eigentlich. So das gesagt. Ist jetzt ja der Punkt und das ist eine Nebenwirkung, über die viele Fastenärzte auch eher schweigen und die aber doch sehr viele betrifft, dass ich bei zu niedrigen Umgebungstemperaturen, wenn ich nicht wahnsinnig die Räume heize, leicht friere. Das mit dem wahnsinnig Heizen ist in den heutigen Zeiten sowieso obsolet, wahrscheinlich gezwungenermaßen oder um den Geldbeutel zu schonen. Und im Sommer, wie gesagt, tritt dieses Problem gar nicht auf, weil in der Sonnenwärme friere ich nicht. Wenn ich 26, 27 Grad mal habe, ist dieses Frösteln beim Fasten nicht auftretend. Weiter. Jetzt kommt ein ganz toller Satz. Jetzt kommt aber der eigentliche Clou ist, wir vertragen eigentlich die Hitze schlecht, wenn wir viel essen, weil viel Essen bedeutet ja viel auch Verdauungsarbeit. Der Körper kann bis zum Drittel seiner Energie allein für die Verdauungsarbeit brauchen. Und die spart er sich fast komplett während des Fastens und auch im Vorfasten und Nachfasten. Anfang zumindest, Ende zumindest. Da kann ich als Fastender oder beinahe Fastender viel besser mit der Hitze umgehen. Das machen ja auch viele Leute intuitiv schon richtig, beziehungsweise viele sagen ja, ich habe im Sommer keinen Appetit, ich will keine schwere Mahlzeit, ich esse nur ein paar Stück Rohkost, kalt, einen Salat und einen Joghurt und auf gar keinen Fall hier die fetten Schnitzel mit Spätzle und Soße, die sind im Sommer sowieso nicht so angesagt. Natürlich, wenn ich außen grill oder so ein Stück fettes Fleisch, ist auch ganz nett. Aber da, um das zu verdauen, braucht der Körper, bildet er viel Hitze und die muss er dann wieder abführen durch Schwitzen. Also wir schwitzen weniger im Fasten im Sommer. Das ist die einfache Botschaft. Und wie gesagt, wenn ich sowieso keine Lust habe zu essen, weil es mir eher zu warm ist und ich leicht an die Schwitzen komme, tue ich mich ja mit dem Fasten sowieso leichter. Somit habe ich doch einen schönen Grund oder mehrere schöne Gründe, jetzt mitten im Sommer das Fasten zu beginnen. Es ist leichter insgesamt. Also insgesamt komme ich auch zum Schluss, es ist eigentlich bezüglich Körpergewichtsvorsätzen blöd, sich nach Weihnachten, wenn man sich natürlich extra noch mal was angefressen hat, oft mit Weihnachtsbraten und Keksen und so, dass man dann an Silvester, da denkt man, muss jetzt sich die großen Vorsätze machen und dann sagt man, man beginnt bald, dann sagt man aber, ja, es ist ja erst noch mal die Fastnacht und bei der Fastnacht muss ich vielleicht da den Faschingsfesten frönen und da kann ich noch nicht fasten, sonst schwächle ich beim Tanzen und beim Umzug. Also erst in der Fastenzeit, so wird es schon mal die ersten 6 Wochen verschoben. Wenn man dann in der Schieberitis drin ist, dann fällt es natürlich danach auch aus, weil das Wetter schlecht ist oder ich gerade was tun muss im Februar oder im März. Dann fallen alle schönen Vorsätze unter den Tisch. Eigentlich wäre schlauer, man hätte einen nationalen Vorsatztag und der wäre eigentlich anzusetzen Ende Mai. Mitsommernacht wäre ein ganz idealer Tag, 21. Juni, an dem müsste man sich die Vorsätze für das zweite astronomische Kalenderjahr vornehmen. Und da müsste man dann auch sagen, ich beginne alsbald, ohne lang zu zögern, mit dem Vorfasten und Fasten. Auf jeden Fall, ja, man braucht so einen festen Termin, das stimmt. Man muss sich da Vorsätze machen und darf die nicht ständig verschieben, sonst wird es nichts. Eine Entscheidung fällt. Es gibt so eine
so eine kleine Motivationsregel, wenn man irgendwie etwas ändern will in seinem Leben, zum Beispiel zum Sport gehen morgens oder so. Das Gehirn kann man so ein bisschen austricksen oder den Verstand, wenn man einfach von 3 nach unten zählt und sagt, wenn ich irgendeine schwierige Aufgabe machen muss, wie zum Beispiel Steuererklärung, ja, und dann sage ich, okay, 3, 2, 1 und los. Und dann fängt man sofort an. Oder wenn ich zum Sport gehen will, ich packe abends schon meine Tasche fertig, stelle sie hin, Schuhe stehen vor der Tür und ich will dann zum Fitnessstudio gehen und morgens denke ich dann immer, dann hat man natürlich auch noch so einen Moment, okay, will ich ein bisschen kalt draußen zum Rausgehen oder ja, vielleicht doch lieber morgen erst anfangen. Nee, 3, 2, 1 und los, Tasche, weil wenn man so einen Anstoß hat, diese ganze Kaskade, die danach kommt, wie ich gehe zum Fitnessstudio, fahre zum Fitnessstudio, ich gehe dorthin, ziehe mich um, mache mein Aufwärmtraining und so, das läuft dann alles automatisch ab. Aber dieser Punkt des Anfangs, das ist der Entscheidende. Und wenn ich mir den da kritischen sage, Punkt müssen wir überwinden, genau. Genau. Und jetzt kommt noch ein Punkt, den ich eben noch ganz spontan hinzugefügt habe, aus aktuellem Anlass. Gespannt, erzähl. Ja, Eiscreme ist auch was Schönes. Wer nicht über Übergewicht zu leiden hat, darf auch ab und zu mal ein Eiscreme nehmen. Aber ja, insgesamt ist es natürlich viel Kohlenhydrate, auch noch Milch und Eiweißprodukte. Ja. Also es gibt eine ganz tolle Eiscreme, die man sich selber machen kann. Du nimmst einfach eine sehr, sehr reife Banane, die schon richtig gut braun ist, schneidest die in Scheiben, legst sie ins Gefrierfach und wenn es dann gefroren ist, machst du sie in den Mixer und mixt es dann. Ja. Und das ist richtig lecker. Da schmeckt man diesen typischen Bananengeschmack nicht mehr so richtig raus. Ja. Und das ist eine richtig schöne, rohköstlich, vegane Eiscreme und es ist relativ schnell dann zubereitet. Ja. Würden wir aber als Fastenspeise auch nicht zulassen. Natürlich nicht, klar. Aber, das war ja sozusagen mit Smiley versehen, ja. Genau. Also man hat halt die Möglichkeit hier mal 33 Tage des Sommers, wo man ja normalerweise halt sowas wie Eiscreme oder sonstige Dinge macht oder das die Berliner Weiße mit Schuss hier oder was weiß ich noch. Das oder jeden Bier. Abend grillt, ja. Oder jeden Abend grillt und so, das hat man dann für 33 Tage nicht. Und, das muss man ja auch noch sagen, ich persönlich fand, dass nach den 33 Tagen habe ich diese Art von Essen, die wir da uns beigebracht haben, unserem Körper, auch noch weitergeführt. Das heißt, man ist ja dann noch so in dieser Gewohnheit drin und führt es dann noch weiter fort in diesem gesünderen, mit diesem gesünderen Leben. Und da hat man dann überhaupt gar keine Lust auf sowas wie Eiscreme. Das kann man sich natürlich jetzt hier und heute nicht vorstellen. Ja? Aber wenn man das dann durchgemacht hat, kommt man dann tatsächlich dann darauf, dass man auch noch viel länger das nicht isst und so fügt man dem Körper weniger vergiftende Sachen dann zu. So, jetzt kommen wir zu den vier Überraschungen. Eure Fragen übrigens, mal so ganz nebenbei gesagt, die sind richtig, richtig gut. Ja, das wird von Webinar zu Webinar besser. Oh, da wird es eine lange Diskussion noch geben. Da müssen wir jetzt aber die Folien schnell abarbeiten. Die vier Überraschungen. Genau, das erste ist... das hatten wir ja besprochen. Insofern nochmal hier dieses spezielle Produkt, was die Flohsamenschalen besser verträglich macht und wo wir mit einfachen europäischen und indischen Drogen zusetzen, Kräuterzusätzen, da einen sehr schönen Geschmack und eine bessere Verträglichkeit und das Vermeiden von Blähungen erreichen. Dann machen wir gleich weiter. Genau, Sekunde, ich möchte gerne mal... Ich poste das hier mal auch in den Chat hinein. Wo habe ich den Chat? Hier habe ich den Chat. So. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr euch den holt, auch ein bisschen Rabatt noch bekommen. Den leckeren Magen-Darm-Shake mit den Flohsamenschalen und den Kräutern. Dann hast du ja schon die Studie erwähnt, die neue Fastenstudie. Ja. Die läuft ja jetzt schon ein bisschen. Und da suchen wir dringend noch... Da darf ich vielleicht sagen, ich habe extra ein Start-up gegründet, um bezahlbare und durchführbare
Erkenntnisse zu sammeln über Naturheilmittel und Naturheilmethoden. Und da haben wir verschiedene Studien laufen mit verschiedenen Naturheilmitteln gegen Reizdarm oder zur Vorbeugung gegen Covid und Erkältungskrankheiten und andere Sachen. Und eben auch diese Fastenstudie ist da einprogrammiert. Dazu ist es nicht nötig, dass man sich zeitlich synchronisiert in einer Gruppe, sondern da kann sich jeder zu jeder Zeit einloggen. Der Vorteil ist, durch die Fragen, die täglichen, wird er nochmal erinnert und setzt sich nochmal mit dem ganzen Thema auch verstärkt auseinander. Ich glaube, man braucht so 20 Minuten jeden Tag, um alle Fragen zu beantworten. 10 Minuten. Ja, wenn du schnell bist, ja, geht es auch in 10 Minuten. Und hoffen und wünschen uns eben daraus auch Erkenntnisse für zukünftige Teilnehmer an Fasten, dass wir genaueres denn noch minutengenau wissen, wann ist es wirklich am besten, welches Produkt einzunehmen vor und wie und nach und wann sind Nebenwirkungen und Probleme zu erwarten und was bewerten die Leute eher am positivsten und was eher am kritischsten. Da wären wir auch bereit, so wie wir sozusagen die Revolution des Fastens angegangen sind gegen den Widerstand und teilweise die Feindschaft von Fastenarztkollegen, da auch eventuell noch mal einen weiteren Schritt vorzunehmen. Aber dazu brauchen wir Daten und Rückkopplung. Ja, also die Sache ist auch die, wir empfehlen, auch wenn ihr dann an dem Kurs teilnehmen möchtet, dass ihr parallel auch an der Studie teilnimmt. Das hat noch mal den Vorteil, dass sozusagen das Pädagogische, das Didaktische dann nochmal verstärkt ist, weil ihr bekommt auch da nochmal Einleitungen, Tipps und Tricks und bekommt Hinweise, wo ihr euch dann an euer eigenes Verhalten erinnert. Manchmal verdrängen wir ja so ein paar Snacks zum Beispiel, die wir zu uns nehmen. Oder wenn wir beim Fernsehen abends auf der Couch oder am Computer oder mit dem Handy parallel dazu essen, das haben wir gar nicht so bewusst. Und dann sind auf einmal irgendwie wieder 2 Kilo Erdnüsse weg und keiner hat es gemerkt und keiner war es. Also das ist super spannend, diese Studie zu machen, weil da lernt man sehr viel auch nochmal über sich selbst kennen. Ja, und du unterstützt natürlich den Naturheilkunde damit, weil diese Studien sind normalerweise richtig, richtig teuer durchzuführen. Ja, da geht's so ab. Ja, wenn die über die Ärzte laufen und das ist enorm teuer. Und wir haben eben hier eine Möglichkeit gesucht und gefunden, dass wir wirklich die Daten vom Patienten, vom Teilnehmer selber direkt abfragen über eine Plattform. Und wir haben da auch schon 3 Jahre Arbeit und Investitionen drinstecken. Höchstes Augenmerk liegt auf Datensicherheit. Sie wollen ja nicht, dass Ihre persönlichen Gesundheitsdaten in die falschen Hände kommen. Und das garantieren wir. Und also bei uns kann auch nur nicht immer Google reingucken. Ja, das ist auch mal ganz wichtig. Die Daten sind dann sozusagen für die Auswertung streng pseudonymisiert. Gewisse Daten fragen wir auch gar nicht ab, wie Geburtsdatum genau und so, also dass man sie nicht zuordnen kann. So, jetzt gucke ich mal, dass ich diesen Link, seltsamerweise wird es hier gar nicht als Link gepostet. Ja, das können wir ja nachtragen. Das ist die Clinef 2.de. Also ich habe das euch mal reingepostet. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht als Link, ach, wahrscheinlich musste ich HTTPS davor schreiben. Ist egal. Aber könnt ihr euch ja auch einfach rauskopieren. Ich kann es aber gleich nochmal richtig schreiben. HTTPS. Das kommt über die Suchmaschine schon inzwischen. So bekannt sind wir schon. Hat immer noch nicht funktioniert. Okay, egal. Dann haben wir noch einen Vorteil. Die Teilnahme ist an der Studie kostenlos. Du brauchst also lediglich Heilerde, Magen-Darm-Check, natürlich die Lebensmittel und die Tees, die du beim Fasten und Vor- und Nachfasten vor allen Dingen auch brauchst. Also Lebensmittel braucht man ja eigentlich nur für die Gemüsebrühe beim Fasten selbst an den 5 Tagen. Und genau, also das ist kostenlos. Und die Beantwortung des täglichen Fragenbogens dauert, hatten wir schon gesagt, so 10 Minuten. Am Anfang ist es ein bisschen mehr. Am Anfang, bis man sich an die Fragen gewöhnt, eventuell ein bisschen länger. Ja. Aber es kommen dann immer wieder auch viele Fragen jeden Tag. Und von daher ist das, genau, und hier ist nochmal der Link eingeblendet. Ja. Da geht es zur Studie, das ist der Link, Clinef 2.
Und das Bild hier ist vielleicht auch nochmal ganz schön, dass man doch ein Gerät mit einem großen Bildschirm nimmt. Das ist dann übersichtlicher. Wir haben es zwar auch auf dem Handy abrufbar, aber es ist halt die Darstellung nicht so übersichtlich. Da tut man sich, finde ich, ein bisschen schwerer, wenn man nicht ständig mit Handys alle Computertätigkeiten gewohnt ist zu tun. Ja, hier ist nochmal zusammengefasst, alles zusammen und der Link. Dann können wir gleich weitergehen. Ja, mag da Ja. passen. Fasstest du mit? Das ist die große Frage, die ich hoffentlich mit einem Ja von euch beantwortet bekomme. Tägliche Online-Begleitung in der Fastenplatte. Das heißt, wir haben wirklich 33 Tage. Jeden Abend gibt es einen Zoom-Call. Wir überlegen uns vielleicht einem anderen Anbieter noch zu wechseln. Das müssen wir mal nochmal diskutieren und ausprobieren. Aber letztes Mal haben wir das mit Zoom gemacht. Das hat ganz gut geklappt. Das ist jeder gewohnt mittlerweile. Und es gibt wirklich jeden Abend bin ich live da und beantworte Fragen zum Fasten. Nicht nur das, ich motiviere euch auch dazu. Und wir haben da wirklich schöne Gespräche gehabt bei der ersten Fastengruppe. Und wir sind uns da sehr nahe gekommen, auch weil Fasten ist schon was sehr Intimes. Und wenn man sich dann halt mit Leuten unterhält und sich dann gegenseitig so auch die Probleme, die gesundheitlichen Probleme und die Schwachpunkte und die, ja, auch, dass man sich so, einige haben dann gesagt, ja, jetzt habe ich aber doch nochmal das oder jenes gegessen und so. Und also das sind schon sehr intime Informationen, die man manchmal bekommt, auch dann halt über gewisse Ausscheidungs, Vorfälle. Dann oder Verstopfung und so. Da spricht man dann ganz intim drüber. Deswegen muss das auch ein ganz geschützter Raum sein. Und Und es ist, darf ich vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass einem das auch klar ist, das ist eine synchrone Gruppe. Das heißt, alle beginnen am selben Tag. ja. Und es ist wie eine Gruppe, die sich jeden Tag treffen würde, sozusagen. Und die Teilnehmerzahl ist stark begrenzt, dass es sozusagen übersichtlich bleibt. Man kann Genau. dann selber entscheiden, ob man da unter einem Synonym auch einsteigt und ob man sein Bild teilen will oder nur ein Standbild reinsteckt oder das kann man sich alles überlegen, ja. Bis jetzt war es aber so, dass ich diese Gruppe immer als sehr, sehr frei und nett erlebt habe und eigentlich genauso, als ob man sich quasi in einem Raum in der Gruppe im Kreis aufgesetzt hätte. Genau. Also wir haben auch noch eine zusätzliche Telegram-Gruppe, wo ihr euch dann, wo ihr den Zugang bekommt. Das ist exklusiv. Das wird auch nicht weitergegeben. Natürlich dieser Zugang. Ich verwende auch immer für jede Fastengruppe eine neue Telegram-Gruppe, dass man sozusagen die alten dann nicht mehr sehen kann, weil dazu müsste man ja dann ein Einverständnis geben. Das geht natürlich nicht. Deswegen gibt es immer eine neue Gruppe. Und es wäre auch sehr gut, wenn ihr dann auch Telegram benutzt. Wir hatten es beim letzten Mal dass eine Dame Telegram nicht nutzt und dass sie dann immer in eine WhatsApp-Gruppe wollte. Also wenn sie, das habe ich dann auch gemacht, ist aber dann natürlich für mich ein bisschen blöd und für alle blöd, wenn ein Teilnehmer, den man dann im Zoom-Call sieht, dann nicht auch in der Diskussion in der Telegram-Gruppe mit dabei ist. Von daher wäre das super gut, wenn wir uns zumindest auf eins einigen. Wenn jetzt alle sagen WhatsApp, dann nehmen wir WhatsApp und wenn alle sagen Telegram ist okay, ist ja beides kostenlos, dann machen wir das so. Das kann man dann auch nochmal individuell dann machen. Es geht am Klaus Rüdiger, es geht am 19. August, geht es los Mit dem Vorfasten. mit dem Aber das haben wir Vorfasten. auf weiteren Folien. Mach mal mit den Ja, Folien jetzt das kommen weiter, gleich dass dazu. wir kommen Ja. sonst zeitlich auch Ja. ein bisschen nach So, hinten. genau, es gibt eine Motivation fürs Ja. Vorfasten, fürs Nachfasten, Rezepte und so weiter und so fort. Ich nehme mich dann an die Hand und Bernhard ist dann auch viermal mindestens dabei an den Ja, aber Kardinalpunkten. nicht jeden Tag, ja. Nicht jeden Tag, genau. Und eben der Vorteil natürlich der Austausch mit anderen beim Fasten, genau zu den Milestone-Calls, habe ich es mal neudeutsch genannt, ist Professor Uelge mit dabei. Und
jederzeit habt ihr aber auch die Möglichkeit noch, dass ihr ihn fragt per E-Mail, fastenbezogene Fragen oder wenn man jetzt irgendeine Erkrankung zum Beispiel hat, eine Allergie oder sowas und dann oder Medikamente nimmt, dafür ist dann Bernhard Uehlecke dann zuständig und kann das dann als Arzt dann gut dann beraten. So, was kostet das Ganze? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Und wir haben einen Punkt hier, der hier noch nicht dabei steht. Das machen wir diesmal so. Das war letztes Mal nicht der Fall. Wer an diesem Fastenkurs, dem Sommerfastenkurs teilnimmt, der bekommt dann auch das Fastenbuch inklusive mit dazu, als E-Book-Version. Die 33 Calls, Live-Calls, die ständige Bereitschaft in der Telegram-Gruppe und per E-Mail, die ist natürlich auch inklusive und das Einzige, was ihr sozusagen hinzukaufen müsstet, wäre natürlich das Magen-Darm-Shake. Dafür kriegt ihr ja einen Rabatt und die Tees und die Luvos Heilerde, die Version Imutox ist da zu empfehlen für die innere Einnahme. Und so, das ist alles dann mit da drin. Und wenn ihr dann auch nochmal danach mal vielleicht noch eine Frage habt, dann könnt ihr mich natürlich dann auch noch in der Telegram-Gruppe, die bleibt dann bestehen für euch, könnt ihr dann auch immer noch was fragen, wenn es dann noch was gibt. So, das heißt, wir haben lange hin und her überlegt, was wir nehmen und sind jetzt darauf gekommen, dass wir sagen, wir machen einen Tagespreis von 11,21 Euro. Und das sind ja 33 Tage. Und dann kommen wir da auf 370 Euro, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr fair sind für diese lange Zeit und jeden Tag live dabei zu sein. Und das ist der Preis für das Sommerfasten nach Uehlecke. Und es geht los da gibt es gleich nochmal eine Folie zu. Und genau, dann poste ich euch mal hier diesen, das ist ja diesmal kein Link, sondern es ist eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr Interesse daran habt, an diesem Sommerfasten, dann schreibt mir eine E-Mail an fastenmitmark@weiland-wissen.de. Schreibt mir einfach eine E-Mail und sagt, ja, ich habe Interesse am Fasten. Bitte, bitte, bitte nehmt mich auf und versorgt mich mit Informationen. In ein paar Tagen gibt es die Möglichkeit, dann auch den Kurs zu buchen. Aber wir wollen es erstmal sammeln, weil wir haben gesagt, wir brauchen, damit sich das in irgendeiner Weise auch rentiert, der ganze Aufwand, der dahinter steht, wir brauchen 10 Mitglieder und Mitgliederinnen, um diesen Kurs zu starten und für alle so angenehm wie möglich zu machen. Also, schreibt mir eine Mail an fastenmitmark@weiland-wissen.de und dann diese Mail zu schicken ist kostenlos natürlich und die Interessensbekundung ist auf jeden Fall schon mal da und dann bekommt ihr noch den Link in den nächsten Tagen, wo ihr das dann buchen könnt. Da sind wir noch am Einrichten und aber erstmal sammeln wir die Interessentinnen und Interessenten. Und hier ist nochmal eine Übersicht über das leichte Sommerfasten nach Uehlecke. Also es geht am 19. August los und 33 Tage später ist dann der 20. September. Das ist dann der Tag mit dem letzten Zoom-Call. Und an allen 33 Tagen gibt es eben das Zoom-Meeting, auch während Vor- und Nachfasten natürlich. Es gibt einen Zugriff auf alle Zoom-Meeting-Aufzeichnungen dann auch. Es gibt einen Zugang zur geheimen, also exklusiven Telegram-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, je nachdem, worauf wir uns einigen. Also Priorität 1 Telegram. Es gibt von mir natürlich, werdet ihr immer motiviert und leicht in den Hintern getreten, wenn es sein muss. also Motivation beim Vorfasten, Nachfasten und natürlich beim Fasten selbst. Und wir nehmen euch an die Hand beim Fasten. Du kannst alle deine Fragen stellen und für die medizinischen Fragen steht dann Professor Uehlecke zur Verfügung. Es gibt einen regen Austausch innerhalb der Gruppe natürlich und dann gibt es eben halt auch die Live-Zoom-Meetings, wo dann Professor Uehlecke auch mit dabei ist. Also, Nummer 4 von den Überraschungen ist das Fastenbuch. Das ist bei dem Fastenkurs mit dabei.
Wann brauchst du das Fastenbuch? Also als Anleitung natürlich, wenn du alleine fastest oder du dich rundum einfach um das Thema Fasten informieren möchtest. Da sind zum Beispiel auch die Fastenmechanismen drin, die Bernhard Uehlicke da entwickelt hat, was so in einem Fastenbuch bisher noch nie drin stand. Was auch super genial ist, ist halt dieser Teil mit der Praxisanleitung, wo wirklich für das Vorfasten, Nachfasten oder auch für den Fastner selbst alles drinsteht, was ihr braucht. Ja, jeden ja, Tag gibt es Rezepte. Für jeden einzelnen Tag und das in einer schön farbig abgesetzten Tabelle. Da hat Marc wirklich große Arbeit geleistet, diese komplexen Dinge dann alles auch nochmal schön darzustellen. Ja, wir überarbeiten das natürlich immer wieder und es gibt dann immer neue Versionen, wo dann alles nochmal verfeinert wird nach den Erfahrungen der Fastenkurse. Also genau, während der Teilnahme an der Studie ist es natürlich auch sinnvoll, dieses Buch zu haben, als zusätzlicher Leitfaden und als Anleitung für deine weiteren Fastenkuren und natürlich bei der Teilnahme am leichten Sommerfasten nach Uehlicke, dass alle, die dann an dieser Studie teilnehmen, dann den gleichen Wissensstand haben. Deswegen haben wir gesagt, dieses Buch ist auch, es ist ja relativ günstig zu haben, aber es soll halt dann integraler Bestandteil sein. Das heißt, jeder, der an dem Kurs teilnimmt für 370 Euro, bekommt dieses Buch natürlich auch noch gratis mit dazu. Mhm. Also. Das sind, glaube ich, 100 Seiten, ne? Der Umfang. Ich weiß es ehrlich gesagt. Doch 100 Seiten. Aber mindestens 100 Seiten, genau. Es werden tendenziell vielleicht auch sogar ein bisschen mehr jetzt demnächst in der neuen Version. Weil wir das Kapitel Sommerfasten noch einfügen müssen. Da. Ja, das Kapitel Sommerfasten ist noch nicht drin, das stimmt, kommt aber rein. Und hier ist nochmal der Link. Das Buch ist als E-Book erschienen. Es gibt keine Printausgabe dafür. Ja? Und das kann man sich ja selber ausdrucken, wenn man möchte. Genau, was kostet das Fastenbuch aktuell? 15 Euro. 15 Euro, genau, als E-Book. Und ich würde sowieso jetzt schon mal anfangen, Druckerpapier zu kaufen. Das ist schon sehr viel teurer geworden. Mittlerweile 8 oder 9 Euro statt 4, 5 Euro. Also kauft euch auch nicht Druckerpapier und druckt es beidseitig aus. Dann, wenn ihr das als ausgedrucktes Buch haben wollt, natürlich geht das, kann man das so machen. Ja. So, jetzt. Da sind nochmal Beispiele, wie schön bunt und übersichtlich auch tatsächlich die komplexen Themen dargestellt sind. Genau. Also auch nochmal die Vorteile hier vom Fasten. Du nimmst bis zu 5 Kilo Gewicht etwa ab in nur 5 Fastentagen ohne Jojo-Effekt. Da gab es auch eine Frage nochmal dazu, da kommen wir gleich nochmal zu. Du fastest selbstständig, ganz einfach und konsequent, ohne Halbheiten, das ist ganz wichtig. Du schonst besonders die Leber, wir sind ja auf den Leberstoffwechsel eingegangen. Du erlebst schon beim Fasten die Sicherung deines Langzeiterfolges. Du genießt beim Fasten diesen Dual-Power-Modus, wir erinnern uns. Den haben wir noch gar nicht richtig beschrieben, da darf ich vielleicht noch mal 2 Sätze nachfügen, aber nur ganz schnell, weil wir mit der Zeit ja auch jetzt ein bisschen hinten dran sind. Dual-Power-Modus kennen wir ja beim Auto, beim Hybridauto sozusagen, wenn Elektromotor von der Batterie und Benzinmotor zusammengeht, ist natürlich toll. Und so etwas Ähnliches haben wir tatsächlich im Wiederaufbau nach der Kur, wenn der Körper sozusagen einerseits noch voll von Fettverbrennung Energie gewinnen kann und aber auch die Energie von den ersten Zuckern aus der Kartoffel nehmen kann, auch wenn es nur kleine Mengen sind, nimmt er das doch dankbar an. Und wir haben sozusagen damit ungeheure Leistungsfähigkeit, einerseits Kraft mehr als sonst und Ausdauer mehr als sonst. Ich wundere mich, dass die Sportler das noch nicht so richtig entdeckt haben, weil sie haben wirklich in dieser Zeit körperlich und mental eine tolle Zeit. Und die können Sie im langsamen Aufbau des Nachfastens auch ein bisschen noch strecken und diese tollen Effekte und das Gefühl der Unbesiegbarkeit in jeglicher Hinsicht, das können Sie da genießen. Ja, dann
verbesserst du natürlich dein Mikrobiom, die Darmflora und entgiftest eben halt wirklich effektiv und natürlich. Das ist ganz, ganz, ja. Also eine richtig tolle Fastenmethode, muss ich mal sagen. Mhm. Und jetzt habe ich, okay, ich habe gerade was Neues gelernt über mein PowerPoint hier. Nicht angezeigt. Jetzt, yes, ist klar. Mhm. Ja, also das. Das hatten wir schon genannt, das Buch. Genau, im Brennnessel Verlag, brennnessel-verlag.de könnt ihr euch das Buch kaufen für 15 Euro noch. Es wird mit der neuen Version wird es dann nochmal etwas teurer werden. Aber jetzt könnt ihr das noch für 15 Euro kaufen. Also sichert euch das Buch möglichst rasch oder nehmt noch besser natürlich an dem Fastenkurs teil. So, jetzt aber, bitte, 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 ist Zeit für eure Fragen. Und zwar, genau, ich fange jetzt hier mal an. Wo habe ich es? Hier geht's los. Also, Claudia Weber fragt, es gibt aber einen Pathologen, genau, das hatten wir schon, mit der Kotmasse im Darm. Dann Elisabeth Reisinger fragt, warum verschwinden die Pölsterchen um den Bauch und Hüfte herum so schwer und kommen als Nummer eins? Ja, das hat was zu tun. Es gibt ja verschiedene Fettgewebe und die sind natürlich auch hormonabhängig. Und damit widersetzen sich gerade die, die man am liebsten loswerden will, aus hormonellen Gründen manchmal dem Abnehmen. Aber wenn man dann doch konsequent das übrige Fett, was einem vielleicht gar nicht so wichtig ist, auch mal los wird, dann gehen die auch irgendwann weg. Insbesondere, wenn man eben vermeidet, dass Muskel abgebaut wird. Das heißt, alle Muskeln müssen während des Fastens aktiviert werden, bewegt werden. Also man darf Sport jeder Art machen, Spaziergänge, Walken, Schwimmen im nicht zu kalten Wasser und so. Das sind die Dinge, die hier empfohlen werden. Es gibt ja auch Fastenwandergruppen, die durchaus zeigen, dass Fasten eventuell auch im Hinblick auf diesen Dual-Power-Modus Fasten und körperliche Arbeit und Sport zusammenpasst. Und deswegen, man soll sich nicht drücken und sagen, ich faste und jetzt bin ich schwach und brauche nichts mehr tun. Das ist also eine falsche Ausrede. Annette sagt, Tiere fressen oft und immer wieder über den Tag, so es sich ergibt. Weshalb sollte es dann nur drei Mahlzeiten geben? Auch Naturvölker essen so, wie sie tagsüber finden, immer ein klein wenig. Ja, das sind natürlich so diese anthropologischen Überlegungen des Jägers und Sammlers, der mal eine Himbeere aufschnappt am Wegesrand und eine Nuss und dies und jenes. Und dann gibt es aber den Fleischesser, der frisst halt, wenn er das Tier erlegt hat, und zwar so große Mengen, dass er wie so ein Leopard eben dann drei Tage erstmal Verdauungsschläfchen hält, bevor er überhaupt was macht. Und dann gibt es natürlich die entsprechenden Mischformen. Und in der Tat, ich habe ja lange viele Jahre in Indien auch wirklich gelebt und verbracht. Da gibt es natürlich in Indien andere Gewohnheiten, nichts drei Mahlzeiten am Tag, sondern eine Hauptmahlzeit und vielleicht noch so eine halbe dazu. Also es ist ganz unterschiedlich, wie sich das entwickelt hat. Und da gibt es vielleicht angeboren oder anerzogen, darüber kann man jetzt endlos streiten, halt so die verschiedenen Neigungen. Und der eine ist flexibler, sich auch mal zu lösen von einem Muster, und der andere ist da ganz starr. Viele Leute sind bezüglich des Essens starrer als mit allem anderen. Das ist eigentlich meine Erfahrung. Und gerade diejenigen, die fasten sollten und müssten, weil sie erheblich und krankheitswertig übergewichtig sind, die haben da zum Teil doch falsche Vorstellungen und falsche Meinungen. Behaupten, sie seien schwach, wenn sie nur mal ein paar Kilo abnehmen sollten und so. Das muss man zum Teil auch richtig stellen und muss man aber auch verstehen. Manche sind auch vielleicht durch frühkindliche Erfahrungen, wenn sie als Kind Hunger erlitten haben, so darauf aus, jegliches Hungergefühl, was sie als schmerzhafter
binden vielleicht als andere Menschen, sind da in einer schwierigeren Position als andere. Und man kann sich aber eben, wenn man einmal gefastet hat, da auch über solche Gefühle und Barrieren hinwegsetzen und darüber hinauswachsen, wenn man es wirklich ein bisschen will und sich vorbereiten lässt und vielleicht sich auch anleiten lässt. Also gerade Leute, die Angst und Probleme mit der Vorstellung, nicht zu essen haben, die sollten gerne auch in so eine Gruppe lieber reingehen. Außerdem fragt Annette noch, was ist mit dem Hungerstoffwechsel? Wird da der Grundsatz nicht runtergeregelt, sodass man anschließend wieder zunimmt? Was kann man tun, dass der Grundumsatz nicht so herabgesetzt wird? Ja, der Grundumsatz ist ja tatsächlich so, dass der Körper, nachdem er gefastet hat, in so eine Art Sparmodus geht. Ist ja auch sinnvoll, dass der Körper sozusagen das abgenommene Fett, was er ja früher auch brauchte, heute wollen wir ja weniger Fett auch haben, und weil wir es nicht schön finden und so weiter und so fort. Dem kann man aber begegnen auch teilweise, dass man während des Fastens sich körperlich betätigt, weil dann hat man während des Fastens ja schon den Grundumsatz und den Arbeitsumsatz beides. Und wenn man das dann auch fortsetzt nach dem Fasten, auch einige körperliche Aktivitäten nach dem Fasten ausübt, dann egalisiert sich das so ein bisschen. Aber ansonsten muss ich auch wirklich sagen, wenn einer keinen medizinischen Grund zum Fasten hat und wie gesagt auch eher untergewichtig ist, der muss sogar eventuell befürchten, dass er nach dem Fasten dann eventuell zunimmt, obwohl er das gar nicht will. Also das muss man schon sehr ernsthaft bedenken, diese Änderung. Und die Frage ist absolut berechtigt. Und man muss da Maßnahmen dagegen ergreifen in der entsprechenden Richtung. Klaus Rüdiger fragt, guten Abend. Welche Auswirkungen hat das Fasten auf einen Diabetes, der durch extreme Stresssituationen sehr ungut eingestellt ist? Das heißt, hohe Werte nachts um 200 und Morgenzucker von 180 bis 200 hat. Am Tag sinken die Werte. Durch 32-jährige CFS-Erkrankung beschränkt sich meine Gehstrecke auf ca. 500 Meter. Herzlichen Dank voraus. Ja, da ist jetzt natürlich noch die Frage, ob da jetzt eine Insulinbehandlung schon erfolgt oder nicht, oder ob diese Werte, die zwar hoch klingen, aber ohne Insulin durchaus noch im Rahmen wären. Also wenn es ohne Insulin wäre, würde ich zum Fasten raten und würde auch versprechen wollen, dass diese nächtlichen, frühmorgendlichen Erhöhungen des Blutzuckers doch deutlich zu verbessern sind. Ohne Insulin, sagt er. Mit Insulin würde ich nicht. Ohne, ja. Also denn ja, kann man machen, soll man machen, Sie werden die Verbesserung sehen. Wir haben übrigens mal eine Studie gemacht. Ich meine, man muss ja sagen, diese Insulingabe beim sozusagen ernährungsabhängigen Diabetes, die vorherige Frage kam ja in Verbindung mit der zystischen Fibrose, die sozusagen eine Schädigung des Pankreas auch bedingt. Das ist ja was anderes als diejenigen, die den Zucker nur deswegen haben, weil der Körper von der ständigen Zuckerüberschwemmung die Rezeptoren runterregelt, was man ja den metabolischen Syndrom nennt. Und dieses metabolische Syndrom, was dann oft auch eben mit einer immer höheren Menge von Insulin behandelt wird und wo behauptet wird von manchen Schulmedizinern, dass dieser Weg immer mehr Insulin macht aber immer mehr auch Fetteinlagerung und dann noch mehr Körpergewicht, noch mehr Zucker. Vielleicht, da kommt man leicht auch raus, wenn man dann aber stationär ärztliche Aufsicht fasten lässt und eine Körpergewichtsabnahme erreicht. Da kann man mit der Insulinmenge wieder runtergehen, auch zum Teil das Insulin wieder ganz wegnehmen. Da haben wir eine Studie, eine kleine gemacht mit wirklich sehr aufsehenserregenden und sehr ermutigenden Ergebnissen. Okay, er erwähnt noch dazu, die Diabetes ist Cortison induziert. Mein Körpergewicht war im Beginn 60 Kilo. Ja.
Ja, wäre natürlich auch Entspannung und Arbeiten gegen den Stress angesagt, vielleicht auch mit Kneippanwendungen und anderen Naturheilmethoden noch zusätzlich. So, dann haben wir Gerrit. Gerrit Bosenick. Ich habe Bedenken vor dem Jojo-Effekt. Das ist mir die letzten Male beim Fasten passiert. Was kann ich tun, um das auszuschließen? Ja, ich denke mal, die Chance ist jetzt, wenn wir durch das lange Vorfasten und das lange Nachfasten und das Bewusstsein, dass wir das Thema auch adressieren und auch in der Gruppenarbeit adressieren, hat man schon schöne Möglichkeiten, dagegen zu arbeiten. Wir hatten das, die Frage ja in ähnlicher Weise schon gehabt mit der Runterregulierung des Grundumsatzes. Ich muss hier parallel noch andere Nachrichten per Chat beantworten, deswegen. Klaus Rüdiger fragt noch, kann ich mir eine Zeit des Fastens bei folgenden Erkrankungen leisten? Ach so, ja, CFS-ME. Was ist das eigentlich, CFS-ME? Multiorgan Sarkoidose, Lunge, Neuro, Ja. Augen, vor allem Verdacht Ja, auf das sind denn doch, sagen Sarkoidose. wir mal, relativ schwere Erkrankungen. Da würde ich jetzt nicht ohne wirklich ärztliche Aufsicht, fasten wollen, sondern empfehlen, sich da an eine Fastenklinik zu wenden. Zum Beispiel im Wiesenbad. Welche Auswirkungen hat das Fasten auf die Augen? Auch von Klaus Rüdiger. Sie machen mir zurzeit große Probleme durch eine Linsentrübung links. Ich habe bisher keinen Anästhesisten gefunden, der die OP begleiten will bei meinen Vorerkrankungen. Wie sehen Sie die Gegebenheiten? Herzlichen Dank. Das ist ein etwas unterbelichtigtes Thema, ob man durch Fasten, da müsste man ja wahrscheinlich auch regelmäßig jedes Jahr fasten, eine Linsentrübung verbessern kann. Vorstellbar ist es eben durch diese Entgiftung, wenn man annimmt, dass diese Trübung durch auch im Auge abgelagerte Gifte mit induziert werden. Also möglich ist es, aber das ist nicht durch Studien und Abfragen belegt. Insofern wäre es jetzt spekulativ, da was zu fordern. Es ist auch wirklich die Frage, ob man aus dem Auge und aus der Linse, die ja im Auge nicht direkt durchblutet wird, ob man da eine einmal vorgenommene Einlagerung rückgängig machen kann. Zum anderen verstehe ich eigentlich nicht ganz, die Auswechseln der Linse wird ja unter lokaler Anästhesie vorgenommen, verstehe ich eigentlich nicht ganz, warum die das nicht operieren wollen. Klaus Rüdiger, was ist mit Kokoswasser in Rohkostqualität als Getränk in der Vor- und Nachfastenzeit? Da würden wir, weil die Frage neu ist, tatsächlich nochmal nachrecherchieren müssen, ob das Kokoswasser größere Mengen auch Kohlenhydrate enthält, wenn das nicht der Fall ist. Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Da könnten trotzdem schon ein paar Zucker drin sein. Ja, das ist süß. Denn wäre das ähnlich wie ein Obstsaft zu bewerten und eher abzuraten, nach meiner Fassung. Ja, also wir können das nochmal nachgucken. Also ich würde Ja. sagen, beim Vorfasten kann Eine man das Zeit vielleicht lang einmal kann man nehmen. das sicher drin lassen, aber denn wenn es ans eigentliche Fastentage geht, wäre es wahrscheinlich abzulehnen. Ja, also wenigstens so 5 Tage vorher dann auch nicht Ja, mehr so ein Zuckerzeug. ja, Ja, auch wenn ja. es Fruchtzucker und natürlich und weiß nicht, was alles ist, aber Ja. Zucker ist letztlich Zucker und Zucker ist Zucker und Fruchtzucker ist sogar zum Teil noch ungünstiger, ja. Das muss man leider so sehen. so, Klaus Rüdiger nochmal. Wie ist die Telefonnummer von Herrn Professor Ülicke? Also ich Dann kann euch die. würde ich mal vorschlagen, entsprechende Fragen erstmal an Marc zu wenden, wenn das jetzt im Hinblick darauf wäre, auf die Vereinbarung eines Termins für eine ärztliche Beratung. Dann hat meine Frau in Bindow bei Königs Wusterhausen eine Naturheilpraxis. Und meine Frau, die sich als Heilpraktikerin und gelernte Krankenschwester auch mit Fasten sehr gut auskennt, würde die vordergründige Beratung machen, weil ihre Praxis ist offiziell angemeldet und ich habe zurzeit keine Anmeldung. Bin aber im Zweifel auch da.
Wie ist das mit einer möglichen Quecksilberentgiftung? Entgiftung, genau. Ja, das würde durch Quecksilber wird vor allen Dingen in den Zähnen, im Knochen und im Fettgewebe auch abgelagert. Aus dem Knochen, fürchte ich, kriegen wir das eingelagerte Quecksilber relativ schwierig wieder raus. Aus dem Fett beim Entfetten sehr gut. Also ein Teil des Giftes kriegen wir das Quecksilber raus. Die Heilerde kann Quecksilber binden, andere Schwermetalle auch. Also diese Entgiftung würde funktionieren. Ich möchte gerne nochmal eine Nachricht direkt an den Klaus Rüdiger aus Leimbach oder Klaus Rüdiger Leimbach senden. Du schickst mir gerade so viele einzelne Fragen in dem FAQ-Bereich, dass das jetzt ein bisschen viel ist. Also vielleicht rufst du mich einfach morgen mal an, ja, und dann können wir das alles nochmal klären, weil sonst bin ich jetzt so sehr beschäftigt, all deine Fragen hier zu beantworten. Das sind bestimmt 10, 15 Fragen. Ich versuche das jetzt hier noch, die eine Frage zu beantworten, aber wäre cool, dann lass uns einfach morgen telefonieren, dann können wir das, also ich schreibe hier gerade nochmal meine Telefonnummer rein, kannst du mich morgen anrufen, 030 85 4027. So, das ist meine Telefonnummer, das ist die offizielle. Einfach anrufen morgen ab 12 mittags, ja, ich habe vorher noch einen Termin, und ruf mich einfach an und dann können wir all deine Fragen klären, sonst würde mich das jetzt zu viel Aufmerksamkeit kosten, wir müssen ja, ist ja schon spät heute, das wäre nett, danke fürs Verständnis. So, dann die Beate Eierle, nee, Bernadette Weber fragt, wenn ich an die Organuhr denke, dass zu der aktiven Magenzeit, also der Magen aktiv ist, was passiert, wenn beim intermittierenden Fasten keine Nahrung kommt? Ja, die Organuhr, die ist natürlich, sagen wir mal, wissenschaftlich auch nicht ganz unbestritten. Und ja, da würde natürlich nach den, wenn man die als gegeben annehmen würde, was ich nicht unbedingt täte, wäre dann natürlich unter Umständen spekulativ darüber zu diskutieren. Hat noch nie einer vernünftig, glaube ich, drüber nachgedacht. Keine Ahnung. So, dann Beate Eierle sagt, fragt, inflammatorische Entzündungen abstellen, finde ich nur sehr schwer, weil wir fast überall Zucker finden in den Lebensmitteln. Was bleibt, ist die frische Gemüseabteilung. Ja, also das mit dem Zucker, es ist, erstmal erscheint es völlig unmöglich, sich frei von Zucker oder zumindest zuckerreduziert zu ernähren, besonders vom industriellen Zucker, aber es funktioniert. Und diese Fastenkur oder überhaupt das Fasten, so wie wir das jetzt anbieten, mit dem Vor- und Nachfasten besonders, da lernen wir ja über 4 Wochen oder sogar noch mehr, 5 Wochen sind es ja fast, lernen wir, wie wir ohne solche Produkte auskommen. Und der Körper lernt das auch. Und wir haben eben danach überhaupt diesen Hieper nicht mehr auf die Eiscreme. Ja, Darf ich aber da nochmal einwenden, ja. Weil die Frage bezieht sich jetzt auf Entzündung und es ist aber ein Irrtum, wahrscheinlich doch zu denken, dass Zucker die Entzündung fördern würde. Das Fleisch und die Wurst fördert ganz direkt die Entzündung, das finden Sie auch die Ausführungen dazu im Buch, weil die Arachidonsäure und die Arachidonsäurestoffwechsel mit den entsprechenden Prostaglandinen und so weiter und so fort, das ist Feuer für die Entzündung. Und schon die Alten in der Klostermedizin und in der europäischen Medizin, genauso wie in der chinesischen, wussten, Fleisch ist eine heiße Speise, eine entzündungsfördernde Speise. Und der Zucker ist eher von einer anderen Qualität. Der ist zwar Energiestoff, er hat den Nachteil in großen Mengen, wenn ich wirklich reine Süßigkeiten oder Reis oder Nudeln oder so in großen Mengen nehme, kann damit auch Hefen und Pilze gefördert werden. Und wenn ich Hefen und Pilze im Darm habe, dann ist natürlich auch das ganze Immunsystem und die Entzündungsneigung wieder größer, indirekt nur. Während, wie gesagt, Fleisch und Wurst, insbesondere Schweinefleisch, heizt eine Entzündung richtig an, aber auch wirklich richtig.
Wie wird die, also Annette Frieder fragt, wie wird die Galle dazu angeregt, den Gallensaft in den Darm zu geben? Das macht sie ja nur unter Fettzugabe, damit die Gifte aus der Galle kommen. Ich habe gehört, manche Heilerden können mit Schwermetallen belastet sein. Welche kann man sich, wie kann man sich davor schützen? Also das sind jetzt zwei Fragen. Zwei Fragen. Der Gallefluss, der funktioniert auch ohne externe Reize. Und vor allen Dingen ist es gar nicht nur die Fettzufuhr für die Galleausschüttung, sondern es reichen auch Bitterstoffe. Da ist wiederum das Gute, dass wir eben in den Kräutern des Magen-Darm-Shakes genau solche Bitterstoffe haben, die die Gallenproduktion auch anregen, glücklicherweise. Also es passt an der Stelle zusammen. Enthalten auch allerdings mineralisch gebunden in Kristallgitterstrukturen Schwermetalle. Also auch leider so Dinge wie Aluminium, was ja sehr nachteilig dargestellt wird, obwohl es in Wirklichkeit aber so ist, dass die gesunde Niere kann Aluminium sowieso wieder ausscheiden. Und insofern ist es eine Frage der Untersuchungen, ob aus einer Heilerde Schwermetalle rausgelöst und resorbiert werden oder umgekehrt eben, ob eine Heilerde imstande ist, Schwermetalle zu binden. Und die Luwers-Heilerde, die haben dazu eine ganze Reihe In-vitro-Studien im Labor gemacht. Das sind ja ganz simple Untersuchungen. Man schmeißt gelöste Schwermetalle und Heilerde zusammen, rührt es um, lässt es durch einen Kaffeefilter laufen, nimmt die Heilerde wieder raus und guckt, was an der Heilerde hängt und guckt, was in der Flüssigkeit hängt. Und da sieht man eben, die Heilerde bindet fast alles. In der Flüssigkeit ist nichts mehr drin. Oh, wo haben wir es? Und solange diese Schwermetalle fest an Heilerde gebunden werden, ist die Resorption einfach sehr viel geringer. Und man nimmt dann die möglichst feinste Heilerde, die es gibt, und das ist die Luwers Heilerde Immutox. Ich poste euch gleich nochmal die Links hier in den, in den Chat rein, keine Sorge. So, Annette fragt noch, mega Dankeschön für die Info über den sauberen Darm. Das frage ich mich schon lange, weil ich durch mein Studium auch so informiert bin, aber immer das höre mit den Kotresten. Sind Darmspülungen dann grundsätzlich nicht zu empfehlen? Ja, die Darmspülung, die herkömmlichen mit Wasser oder Tee, also gibt ja manchmal auch Kamillentee-Einläufe oder so, die bringen es eben nicht. Man müsste da neue Wege gehen und das ist aber nicht erlaubt, weil die entsprechenden Medizinprodukte und die Zusätze zu Einläufen sind halt in Deutschland reglementiert. Und wenn jetzt einer da irgendeinen Einlauf machen würde mit Seife oder so und da passiert was, der ist wirklich dran. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass man Lösungsvermittler mit in die Spüllösung tut, um die Sache noch zu verbessern und so. Es ist aber nicht erlaubt und die Darmspülgeräte, die sind dafür nicht zugelassen, schlichtweg. Also insofern würde ich da keine neuere Entwicklungstätigkeit machen und nach meiner Erfahrung bringt das auch alles nichts. Das ist teuer und aufwendig, ist für die Betreiber solcher Darmspülgeräte natürlich günstig, die also so bis zu 100 Euro für eine Darmspülung nehmen. Aber der Patient sagt natürlich, das tut gut und der Dreck ist endlich mal raus und so. Aber de facto, was wirklich ihm hilft, ist das Fasten als solches. Was ist mit Natron-Einläufen? Ist nicht zugelassen. Ist auch gefährlich, womöglich mit basischen Einläufen reinzugehen. Wenn die resorbiert werden und der Säurehaushalt im Blut durcheinander geht, also das wäre mir alles, das sind Hochrisikodinge. Wie viel Heilerde wäre hilfreich? 3 Portionen täglich. Wie viel Wasser muss zu den Flohsamenschalen getrunken werden? Man nimmt sowohl zu der Heilerde als auch zu den Flohsamenschalen jeweils große Gläser Wasser mit 200 Milliliter, Riesengläser. Klaus Rüdiger, welche Bedeutung spielen
Pomelozinis mit Fasten geschehen. Was ist denn Pomelozinis? Keine Ahnung, ja, also. Ein jahrtausendealter Schatz der TCM, unser exklusives Share Pomelozini Pralinen werden aus handverlesenen naturbelassenen Pampelmusen hergestellt. Die Früchte werden erst geschreddert und dann nach 30 Monaten im eigenen Fruchtsaft fermentiert. Wären das diese Früchte als Hilfe für die Darmentleerung? Naja, es geht ja darum, eben halt keine salinischen oder pflanzlichen Abführmittel zu nehmen. Das ist egal, welche das sind. Es gibt auch diese Pflaumen. Ich habe vergessen, da gibt es so eine neue Pflaumensorte, die man jetzt als getrocknete Frucht Ja. zum Abführen nehmen kann. Und anstatt der Cassia fistula, aber all diese pflanzlichen und auch salinischen, also salzhaltigen Sachen wie Glaubersalz, Bullrichsalz und so weiter, das eben halt alles nicht nehmen, weil eben die Darmentleerung an sich oder dieses Abführen, dieses forcierte Abführen eben halt mehr schadet und den Es Körper schwächt, als es bringt nutzt. einen Salzverlust, und diesen Salzverlust brauchen wir beim Fasten nicht, weil das Fasten als solches führt schon zu einer gewissen Entsalzung des Körpers. Das werden Sie auch merken. Der Urin wird immer heller während der Fastentage. Sie kommen sonst, wenn Sie zusätzlich noch Salz rausnehmen aus dem Darm, kriegen Sie die ganzen Kreislaufnebenwirkungen, dass der Blutdruck zu schwach wird und dass man sich schwach fühlt und keinen Sport treiben kann und dass man müde ist und dass man fröstelt. Das kommt alles mit diesem Elektrolytverlust, und das ist auch gefährlich, weil da kann man auch Herzflimmern bekommen, und mit Natrium- und Kaliumstoffwechsel, der muss einfach stimmen, und den darf man nicht so massiv durch letztendlich pharmakologisch wirkende Abführmittel, ob pflanzlich oder chemisch, den darf man nicht machen. Okay, Klaus Rüdiger nochmal, sind Bittertropfen während der gesamten Zeit vor Nachfasten, Fasten erlaubt? Bitterstoffe muss man auch sehr begrenzen in der Wirkung. Einerseits, wie gesagt, machen die ja Wirkung, die wir haben wollen, dass sie zum Beispiel den Gallefluss und die Gallenblasenentleerung anregen. Aber Bitterstoffe im Magen wiederum fördern ja das Hungergefühl und regen den Magen und den Darm vielleicht auch übermäßig an. Da kann es zu Darmkrämpfen kommen. Bei manchen pflanzlichen Abführmitteln auch übrigens massive Darmkrämpfe. In dem leeren Darm. Das tut besonders weh. Also ersparen Sie sich einfach diese ganzen Unbillen und lassen Sie es gut sein, ist mein Vorschlag. Anja Lampe, ist es egal, welche Sorte Heilerde genommen wird? Ich habe beispielsweise Luvas Heilerde Mikrofeingranulat im Haus. Das Granulat, ja gut, das Heilerde gibt es von der Firma Lovo sowohl als Granulat als auch als Pulver. Beides würde beim Fasten gehen. Wenn ich sozusagen im Magen irgendein Problem habe, würde ich das Pulver bevorzugen und eingerührt mit Wasser trinken. Das Granulat wird trocken geschluckt oder trocken in den Mund genommen und dann versucht, mit Wasser runterzuspülen. Beides geht. Und die Mikrofein ist nicht ganz so fein wie die Immotox. Es wäre aber noch relativ egal, der Unterschied, wenn Sie das jetzt gerade da haben. Ja, also ich benutze auch dieses Immotox und habe auch mal das Granulat probiert. Das habe ich dann aber weiter verschenkt. Also ich fand das mit dem Immotox auch besser, weil es wirklich schön fein ist und das Es hat früher. halt den leicht erdigen Geschmack, den manche Leute nicht ausstehen können. Die kommen mit dem Granulat etwas besser zurecht. Fritz Werner, das Sauerkraut isst man roh, hat man schon beantwortet. Ja, das isst man roh, damit man die Mikrobakterien, die Bakterien dort erhält. Weil wenn es pasteurisiert ist oder man es dann erhitzt, dann zerstört man ja die Bakterien. Die sind relativ empfindlich, hitzeempfindlich natürlich. Und die denaturieren dann bei über 42 Grad etwa und sind dann nicht mehr da. Dann hat man zwar noch die Milchsäure in dem Sauerkraut, die ist nicht so hitzeempfindlich und das ist auch nicht schlecht, die zu haben, aber wir wollen ja die Darmflora, also das Mikrobiom, das Darmbiom speziell wieder aufbauen und dafür brauchen wir eben halt diese Vielzahl und die Diversität an
an Milchsäurebakterien, genau. Die wir da natürlich drin hätten. Natürlich können Sie sonst auch ein gekochtes Kraut oder aus der Dose nehmen. Dann müssen Sie stattdessen eventuell ein teures mikrobiologisches Präparat, also Pillen kaufen, die Lactobacillen wieder drin haben, lebendig. Ja. Ist aber unnötig aufwendig und unnötig teuer. Wenn Sie Sauerkraut erfolgreich selber ansetzen oder hochwertiges, frisches Sauerkraut kaufen. So, Elisabeth Reisinger, also ist Skyr abends nach dem Sport okay? Ja, aus meiner Sicht ja. Also ich habe das selbst auch ausprobiert. Ist mir sehr gut bekommen, wenn ich abends sowas Eiweißreiches habe. Wenn man natürlich zu dem Skyr, also Skyr geschrieben, das ist ein isländischer Quark, der fast keine Kohlenhydrate, fast kein Fett hat und aber 10 Gramm Eiweiß von 100 Gramm hat, was relativ viel ist. Wenn man jetzt dazu natürlich noch kohlenhydratreiche Sachen dazu isst, dann ist es natürlich Blödsinn. Aber wenn man jetzt nur den isst mit vielleicht ein bisschen Sauerkraut dazu, was ja keine Kohlenhydrate hat, keine verwertbaren zumindest und auch kein Fett, dann ist das eine wunderbare Kombination oder auch andere Sachen. Aber da kommen wir dann im Fastenkurs können wir dann da etwas näher drauf eingehen, was man so gut kombinieren kann. Aber nach dem Sport ist ja, man wartet eine Stunde nach dem Sport und hat dann, wenn man etwas isst, sollte man dann etwas ohne Kohlenhydrate essen. Am besten eben halt Eiweiß, damit die Muskeln, der Körper nach dieser Anstrengung, der will ja ganz, nimmt ja alles, was er kriegen kann dann. Und wenn ich ihm Eiweiß liefere, dann kann ich halt das Muskelwachstum noch mehr anregen, wenn ich dann eine Stunde nach dem Sport eben halt dann eiweißreich esse. Und da ist Skyr eine gute Sache. Man kann, Punkt, genau. So, und zum Abnehmen ist es natürlich auch klasse, abends dann eben halt so eine Mahlzeit zu essen. Also unabhängig von Sport oder nicht Sport, abends sollte man sowieso nicht Sport machen. Das ist nicht so gut für die Schlafqualität. Aber wenn man sich ein bisschen müde läuft, muss ja nicht Gewaltsport jetzt sein. Das hat auch zum Teil einschlaffördernde und ablenkende Wirkung. Der Abendspaziergang, mit oder ohne Hund. Ja gut, Abendspaziergang ist was anderes. Ich meine jetzt so Kraftsport zum Beispiel. Nee, Kraftsport zu spät nicht mehr. Ja. Anne-Kathrin Bergs-Heidmann, was nehme ich bei Allergie gegen Milchprodukten? Also es gibt vegane Joghurt zum Beispiel. Ja. Das war ja in der Diskussion entstanden, diese Frage, was nehme ich als anstatt von Milchprodukten, auch für Veganer und Rohköster. Es gibt rohköstliche vegane Rezepte in dem Fastenbuch auch schon, die sind da auch schon drin. Also da kann man zum Beispiel aus Cashewkern, aus Mandeln und so weiter. Es gibt auch andere noch Fermentationsprodukte, zum Beispiel. Man muss natürlich dann auch nochmal wissen, ist es eine Milchallergie gegen Milch als solches oder ist es in Wirklichkeit eine Laktoseintoleranz? Also da bräuchte man nochmal genauere Angaben und Erfahrungen, welche Milchen sie vertragen und die nimmt man dann eben entsprechend und deren Produkte. Oh, warte, jetzt habe ich hier gerade ein ganz grafisches Problem. Ich werde nochmal, wir haben ja noch eine Spende mal das hier noch mit ein. So. Kokosmilch, Joghurt und so, alles recht, ja. Genau. Das ist eine Milchallergie. So. Anja Lampe, so, jetzt habe ich wieder die richtige Reihenfolge. Ist es möglich, die Milchprodukte bzw. die veganen Alternativen ganz wegzulassen oder fehlt dann etwas für die neue Darmflora? Ja, man kann, ja, ich meine, das Sauerkraut, das hat ja auch Darmbakterien, also Milchsäurebakterien. Aber ganz weglassen, was sagst du dazu? Ja, wir müssten dann ja irgendwas anderes nehmen. Wir nehmen ja zum Frühstück, empfehlen wir ein paar Haferflocken mit Joghurt.
Da würde Sauerkraut jetzt ja nicht so richtig gut passen. Man kann natürlich auch Müsli mit Wasser nehmen und so. Also da finden sich immer Lösungen, wenn man nochmal drüber nachdenkt und mal partout auf Milch und Milchprodukte verzichten will. Aber wenn man jetzt wirklich nur die Kuhmilchallergie hat, würde ich tatsächlich auf eine Kokosmilch oder Kokosmilchjoghurt und so erstmal ausweichen, auf das Nächstliegende sozusagen. Ja. Klaus Rüdiger fragt nochmal, ist ein fermentiertes Bio-Kokos-Milchprodukt mit Verdickungsmittel Johannesbrotkernmehl als Joghurtersatz erlaubt? Ja. Bei Florian Sauer wird ein Rohkostprodukt als Gemüsebrühe angeboten. Sollen der Magen-Darm-Shake und die Heilerde zur gleichen Zeit eingenommen werden? Das hatten wir ja lang und breit eigentlich in der Weise schon abgehandelt, dass wir gesagt haben, Magen-Darm-Shake lange vor dem Essen, um den Magen zu füllen, und die Heilerde hinterher. Also nicht gleichzeitig. Woher kommt der Weihrauchextrakt zum Beispiel aus Indien? Das ist ein Produkt, was entweder aus Indien oder aus Afrika kommt und was aber auch auf Rückstände und so untersucht ist und entsprechend hohe Qualitätsanforderungen unterliegt. Das Ganze ist ja Nahrungsergänzungsmittel und manche glauben ja, die Nahrungsergänzungsmittel seien besonders übel, sind sie aber nicht, wenn sie von einem deutschen Hersteller abgefüllt werden. Also das Produkt kommt nicht als Pulver aus Indien, da würde ich das für viel weniger Geld mischen lassen können, sondern es wird von einem deutschen Abfüller gemischt und in Dosen gefüllt und jeder einzelne Bestandteil wird da nochmal untersucht und ist aus entsprechenden zertifizierten Quellen. Ja, Anne-Kathrin sagte noch, wegen der Allergie eben, ist es eine Caseinallergie. Ja, da ist klar, ja, mit der pflanzlichen Alternative ist schon alles gewonnen, mit der Kokosmilch. Klaus Rüdiger sagt noch hier zu diesen Weihrauchprodukten, die beiden Weihrauchprodukte sollen eine unterschiedliche Wirkung haben. Ja, das sind Nuancen. Ich habe mich mit Weihrauch wirklich lange beschäftigt. Ich bin eigentlich auch derjenige, der die Idee hatte, Weihrauch erstmals bei Magen-Darm-Problemen überhaupt einzusetzen. Das ist mein Verdienst vor 40 Jahren etwa gewesen und wurde dann von anderen aufgegriffen. So groß sind die Unterschiede nicht, wie manche es darstellen. Und jetzt, wir haben ja hier nur wirklich relativ kleine Mengen von dem Weihrauch drin in der Kombination mit anderen Produkten. Und es ist ja jetzt kein Produkt, was wirklich für schwere entzündliche Erkrankungen ausgerichtet ist, sondern es ist eine Kombination mit 7 Kräutern. Also bitte werden wir hier nicht päpstlicher als der Papst sozusagen. Erwarten wir auch nicht zu viel. Das ist ein Gemisch, das ist ein Schrotschuss für den Magen-Darm. Klaus Rüdiger nochmal, das ist unser Hauptfragensteller heute. Können Herzmedikamente während des Fastens genommen werden, auch während der 5 Tage ohne Nahrung? Nein, da ist es eben so, dass ich Blutdrucksenker und andere Mittel unter entsprechender Kontrolle absetzen muss und das kann ich auch nicht online oder so kontrollieren. Und insofern wäre da einfach, um da auch sicher zu gehen und weil man sonst die Haftung auch nicht übernehmen kann, ein Fasten in einer stationären Einrichtung sinnvoll oder ein Fastenarzt, ein Hausarzt, der so viel vom Fasten versteht, dass er das mit steuern kann. Ist ein fermentiertes Bio-Kokosmilch, auch das hatten wir schon. Chris Kortel fragt als Frustesserin, halte ich derlei Radikalkur zwar gut durch, doch die sogenannte Lebenswirklichkeit fordert teilweise mir schwierig erscheinende Abgrenzungen ab. Da fehlt dann was. Allerdings ist das dauernde Abweichen nicht gesundheitsgefährlich.
Naja, ab und zu mal eine Abweichung oder Ausnahme kann man durchaus auch in die Strategie einbauen. Gerade wenn man weiß, dass man irgendwann nicht widerstehen kann, lässt man Abweichungen vom Plan auch mal zu. Also das sind psychologische Tricks, also ja pädagogische und psychische Tricks, um diese Probleme auch anzugehen. Es ist auch gut, dass Sie diese Probleme nicht verschweigen oder unter den Teppich kehren. Die muss man adressieren. Da ist vielleicht auch so eine Gruppenarbeit günstig, weil da andere in der Gruppe sind, die ihre Strategien da mal vorstellen und dass man sich da austauscht und gegenseitig hilft. Das wäre vielleicht auch etwas für die Gruppenarbeit. An der Charité, wo ich ja früher war, vor meiner Rente, haben sich gerade auch diese Gruppenarbeiten in tagesklinischen Setting, wo die Leute 8 Stunden am Tag einfach gemeinsam Gruppenarbeit und Kurse und Ernährungsumstellung und Kochen und so weiter alles geübt und gelernt und diskutiert haben, die haben sich als die beste Möglichkeit erwiesen, wirklich schwer umzusetzende Verhaltensweisen dann doch umzusetzen. Also wir werden bei unserem Fastenkurs ebenfalls auch darauf eingehen, weil Frustessen ist mein zweiter Vorname. Ja, ich kenne das und kann euch da auch eine ganze Menge Tricks geben, noch mit auf den Weg geben, wie man das so gestalten kann. Es gehört immer auch eine Entscheidung dazu. Ja, wir sind ja keine passiven Reflexamöben, die einfach nur auf etwas reagieren, sondern wir können auch eine Entscheidung treffen. Und da braucht es, wie Bernhard eben auch schon gesagt hat, ein bisschen auch so ein paar psychologische Tricks. Und ich kann euch sowohl psychologische als aber auch Ernährungstipps geben, wie ihr Schritt für Schritt dann eben aus diesem Frustessen herauskommt. Das möchte ich jetzt gar nicht so auseinander, da könnte ich einen eigenen Vortrag drüber halten, aber es ist kurz vor 10 und ich merke schon, Bernhard möchte gerne auch schlafen gehen und ich muss noch arbeiten. Also, wir haben aber noch ein paar kleine Fragen, es gibt noch 3 Stück, das schaffen wir noch. Klaus Rüdiger natürlich, kann ich die Ausführungen zum Thema Sommerfasten auch später noch nachkaufen? Also da haben wir, wenn ich das mal übernehmen darf, Folgendes geplant, dass wenn man das Buch jetzt kauft, die nächste Version zumindest, die kriegt man dann nochmal nachgeliefert dann auch. Da schreiben wir die Kunden an, die das vorher gekauft haben und die kriegen das dann noch, die neue Version noch mit dazu. So, das habe ich 2-mal kopiert. So, dann kommt jetzt schon die letzte Frage von Annette Achen. Liebe Annette, du hast die Ehre, die letzte Antwort für heute zumindest zu bekommen. Durch Narbenverwachsungen am Darm habe ich die Gefahr eines weiteren Darmverschlusses. Stark quellende Faserstoffe sollte ich eigentlich meiden und muss auf eine regelmäßige Darmentleerung achten. Inwiefern könnte ich den Magen-Darm-Shake und die Heilerde überhaupt anwenden? Also wenn man da ganz sicher gehen will, gibt es auch Tricks, dass man dann doch vielleicht den Magen-Darm-Shake angelieren lässt und als Art Pudding nimmt, dann kann er gar nicht mehr klumpen. Die Heilerde selber eben schön verdünnt im Wasser, dann verklumpt auch nicht in diesen Mengen und Portionen, die wir hier vorsehen. Und insofern ist da jetzt keine so besondere Vorsicht. Was eben immer wieder befürchtet wird und wo die Gastroenterologen auch warnen, dass man nimmt, die eben im Darm unsicher quellen oder dass man Flohsamenschalen mit zu wenig Wasser und nicht richtig nachtrinken einnimmt. Das sind sozusagen Anwendungsfehler aus meiner Sicht und dabei können Darmverschlüsse ganz, ganz selten mal auftreten. Aber wenn man da das schon weiß und vorsichtig ist und immer schaut, dass das gequollen oder halb gequollen schon eingenommen wird und so, dann kann ja kein Klumpen mehr entstehen. Ja, das war die letzte Frage. Das war die letzte Frage. Jetzt möchte Super. Ich natürlich gerne nochmal darauf hinweisen. Hier ist nochmal der Link bzw. die E-Mail-Adresse.
Wenn ihr jetzt Lust habt auf das leichte Sommerfasten nach Ölecke mit unserem tollen Online-Kurs, dann schreibt mich bitte an, fasten@weiland-wissen.de. Ja, wenn ihr euch die E-Mail-Adresse jetzt nicht merkt, ihr könnt mich natürlich auch auf allen anderen E-Mail-Adressen anschreiben, aber das wäre ganz schön, dann habe ich das so in der Übersicht, wer sich dafür interessiert. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema Fasten habt oder besonders jetzt zu diesem Kurs oder zu dem 100 pro Magen-Darm-Shake, zu der Studie oder zu dem Fastenbuch, könnt ihr mich natürlich auch gerne noch anschreiben per E-Mail. Und der Klaus Rüdiger, der darf mich morgen ab 12 mal anrufen, falls da noch Fragen offen sind. Und also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir tatsächlich die 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder heutzutage sagt man die Teilnehmenden bekommt. Das wäre ganz wunderbar. Es ist eine großartige Erfahrung. Keine Angst vorm Fasten. Also ihr habt ja so ein richtiges Luxusfasten dann vor euch mit dem Professor für Naturheilkunde, Reinhard Ühlecke, und mit dem Marc Weiland, den ihr auch schon lange kennt durch viele Webinare und ich habe schon 800 Newsletter geschrieben in meiner Zeit hier. Also ihr kennt mich ja schon, das Vertrauen ist da. Lasst euch an die Hand nehmen, durchs Fasten führen, eure Ernährung umzustellen, auch euer Ernährungsverhalten. Und es gibt viele tolle neue Ansätze. Und durch den anregenden Austausch dann in der Telegram-Gruppe, in den Zoom-Calls, werdet ihr merken, es entstehen vielleicht sogar neue Freundschaften und neue Anregungen für ein völlig neues, unbeschwertes Leben. In dem Sinne, lieber Bernhard, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Geduld. Wir hatten ja eigentlich nur 2 Stunden geplant, jetzt sind es doch wieder 3 geworden. Das kam aber auch durch die vielen tollen Fragen. Ja, natürlich. Herzlichen Dank auch an die Geduld der Teilnehmer, die so lange ausgeharrt haben. Ja, wir haben tatsächlich, na gut, es sind jetzt nur noch weniger als die Hälfte, nur noch ein Drittel sind da. Aber es waren heute bestimmt an die 100 Teilnehmer, glaube ich, so alles in allem. Das werden wir morgen genau wissen, wenn die Statistik da ist. Und die Aufzeichnung, die gibt es natürlich dann auch morgen hoffentlich schon per E-Mail, spätestens übermorgen. Also in der Weiland Wissen Telegram-Gruppe gibt es diese Aufzeichnung meistens etwas früher schon. Also einen schönen Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank mit hier einem tollen Bild. Es ist schon fast herbstlich. Und das Brot, das Weißbrot, denkt ihr euch mal einfach weg. Aber das Bild sah so schön lecker und schön aus. Ja. Danke. Ja. Also, vielen Dank an alle. Viel Freude beim Sommerfasten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ab dem 19. August für 33 Tage beim leichten Sommerfasten nach Ühlecke. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Gute Gesundheit.